Und herzlich willkommen zu einer nächsten Packtour auf unserem Kanal. Und wir sind zurück in Planet Coaster 1 tatsächlich. Und der liebe Rick ist auch mit dabei. Hallo, hallo. Ja. Ja, Planet Coaster 1, ne? Das ist irgendwie gefühlt lang nicht mehr gesehen. Ja, und doch noch so vertraut, oder? Ja, schon. Man fühlt sich so heimisch. Hier kennt man auch alles. Ja, genau. Die ganzen Teile und so, ne? Ich weiß ganz genau, ja, das ist das Teil, ja. Das hat er so gebaut, sehe ich sofort. Ja, genau. Und ja, Planco 2 ist halt noch jetzt so ein bisschen im Anfangsstatus. Und ja, wir haben ja auf dem Discord unsere Parkbewerbung. Dies ist halt noch einer von Planco 1 Teilen. Und ja, wir haben ja gesagt, wir zeigen diese auch. Und dabei bleiben wir auch und ja, der Grobitopia hat Grobitopia gebaut, so rum, und hat gefragt, ob er weiterbauen soll. Er weiß es nicht, er ist sich unsicher, oder ob der weiterbauen soll oder nicht. Allerdings ist die Parkbewerbung leider schon 2 Monate alt, aber es kam so viel dazwischen noch mit dem ganzen Dark Ride Challenges und so weiter und so fort. Ja, Planco 2 kam jetzt auch noch vor kurzem. Ja, das ist alles ein bisschen so. Im Moment so, ist einfach sehr viel los. Ja, ja, ja. Also es tut uns sehr, sehr leid an dieser Stelle, aber ihr werdet trotzdem alle gezeigt. Gar keine Frage. Ja. Früher oder später. Also nehmt es uns bitte nicht zu übel. Und versprochen ist versprochen, ihr kommt auf jeden Fall auf unseren Kanal und wir zeigen euch einen Park auf jeden Fall. So viel dazu. Er hat mir auch einen kleinen Text geschrieben, den möchte ich gleich vorlesen. Allerdings will ich als erstes nochmal kurz sagen, im Dezember kommt ein neues Update für Planco 2 und dort auf der Webseite könnt ihr auch schon, oder ist das planetcoaster2.de oder kommen oder was ist das? Ne, diese. Es gibt wahrscheinlich beides, denke ich mal, oder? Ja? Also weiß ich jetzt. Also kommen gibt es auf jeden Fall, die gibt es bestimmt auch. Genau, aber dort könnt ihr schon nachlesen, was für Updates so kommen. Ich werde aber den Link auch hier unten in die Videobeschreibung reinsetzen. Oh Gott, ich habe heute schon wieder, das ist schon wieder eine klasse Video mit jede Menge Sprachfehlern. Heute wird gut. Heute wird richtig gut. Und ja, genau, der Link kommt in die Videobeschreibung und dann möchte ich noch sagen, am kommenden Mittwoch kommt ein weiteres Planet Coaster 2 Tutorial von mir. Dort sage ich tatsächlich, ich werde diesen Newsletter nicht abonnieren. allerdings habe ich mit dem Rick darüber gesprochen und der Rick hat das natürlich abonniert und hat mir dann gesagt, es gibt einen goldenen King Planco und die Queen Splash als Statue gibt es dann in Gold für euch für das Abonnieren des Newsletter. Also gerne machen. Ich habe es danach tatsächlich auch gemacht, obwohl ich in dem Video sage, ich mache es nicht. Nee, ich will nicht zugespammt werden. Nein, das habe ich doch gemacht. Als der Rick. Hast du einfach keine Spam-Mail-Adresse? Doch, habe ich. Habe ich, aber ja, da sind schon so viele Spams, das ist, muss ich nicht übertreiben, aber ja, also für King Planco und Queen Splash habe ich es auf jeden Fall, wie heißt der denn nochmal? King Coaster, King Planco, Alter. Ja. King Planco. King Coaster und Queen Splash, eigentlich total Sinn, also voller Sinn eigentlich. Genau, also könnt ihr ruhig Newsletter abonnieren und dann bekommt ihr 2 goldene Statuen. Auf jeden Fall machen, wenn ihr die haben wollt. Sind übrigens kostenlos, genauso wie das Abonnieren dieses Kanals. ist auch kostenlos, also traut euch. So, wir kommen zu Grobitopia tatsächlich. Und und ja, ich werde mal kurz vorlesen, was er mir so geschrieben hat. Und fange einfach mal an. Hallihallo Bluefire.
denke, dass du dir in erster Linie den Park anschauen wirst, wie häufig, aber nicht immer. Hier noch ein paar Randinfos. Der Park ist schon ewig im Aufbau. Mal PC-Probleme, mal einfach keine Lust mehr. Kennt wohl jeder, der über 1200 Stunden in den Game verbracht hat. Das ist einiges. Einschließlich anfangs auf der PS4. Da hat er angefangen. Ach, krass. Keine Ahnung, wann der Grundstein gelegt wurde, aber ist viele Monde her und wir sprechen darüber Jahre. Baue halt sehr langsam und stampfe auch gern wieder alles ein, wenn was nicht passt. Es stammt alles aus der eigenen Feder, bis auf drei Ausnahmen, die ich hier nicht unerwähnt lassen will. Aber auch im Park mit Schildern gekennzeichnet sind. Schilder sind immer gut. Sind einfach nett gemeinte Grüße an drei Leute, die mich anfangs in dem Spiel begleitet haben. Eingang, Spielplatz von Alle Rasten aus, Märchen, großer Turm von Badge. Der kam mir schon so bekannt vor, der Turm, der im Hintergrund ist. Springt direkt ins Auge. Und gleicher Bereich, Fressmeile von Benutzername. Liebe Grüße. Und apropos Benutzername, komme ich gleich zu. Erstmal fertig lesen. Ach, das gibt es auch noch, ja. Nee, für Letzteren sind auch die Häuser an der Hauptstraße entstanden, die für ein Projekt von ihm um jede Achse drehbar sind und keinerlei Raster haben. Ah, die Challenge. Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. So, nun ein paar Worte zum Park. Kobitopia nennt sich... Ach, da fängt's an. Na gut, hätte ich auch das essen. Oh ja, passt schon. Nee, Quatsch. Kobitopia nennt sich das Ganze. Oh. So, jetzt. Entschuldigung. Nach dem großen Eingang befindet sich die Altstadt, die direkt mit dem Märchenbereich verschmilzt. Dort geht es auch mal links oder rechts ab. Hoffe, du wirst dich allgemein zurechtfinden. Im Märchenbereich befindet sich auch der Eingang zu Little Manhattan. Unterirdisch, da es ganztägig dunkel sein sollte. Märchen endet an einem großen See. Dort geht es ein wenig in Maritime. Nicht zu übersehen. Genauso wie der Eingang zum Western-Theme. Links aus diesem Bereich geht es zu Horizon Zero Dawn, die wohl noch größte Baustelle. Wollte dich nicht ganz ohne Infos lassen und hoffe, ich gehe dir damit nicht auf den Geist. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Schöne Woche und fröhliches Dahinschmelzen. Habt ihr gehört? Wenn irgendwelche Fragen aufkommen, in die Kommentare, er steht zur Verfügung. Genau. Fragen an Grobi hier unten in den Kommentaren oder im Discord. Kommt gerne vorbei. Das ist auch gut, ja. Gut. Das waren ja so ein paar kleine Infos und der Turm da hinten, da habe ich mir schon gedacht, der kommt mir so bekannt vor. Der Rapunzel heißt der, glaube ich, ne? Der Freizeitpark da, den er gebaut hat. Ich glaube schon. Ja. Ich glaube auch. Und hinter uns ist erstmal noch ein riesiger Parkplatz mit so ein paar Autos. Also der Park ist nicht gut besucht und die Autos hier schweben noch in der Luft. Die Performance freut sich. Ja, und dann haben wir hier noch so ein kleines Häuschen. Hier wohnt bestimmt der Grobi. Und da hat sogar einen Pool. Ja, das lässt sich doch gut leben da. Ja, absolut. Und? Aber hat ja, vielleicht auch nicht. Die Inneneinrichtung vergessen. aber so an sich ist es ein schickes Häuschen. Ja, ich finde auch, ist gut. Mir gefällt auch die Form hier, dass das so schräg abgeht. Finde ich cool. Ich finde jedes Haus gut, das nicht einfach ein Kasten ist. Ja. Das ist schon super viel wert. Ja. So. Aber was ist denn jetzt hier? Was ist denn jetzt mit Benutzername? Du wolltest noch was erzählen, oder? Oh, ja, gut, dass du mich daran erinnerst, genau. Was vergessen hier. Ja, jedes Jahr macht Benutzername das so bekannte Trash-Wichteln. Wir sind auch wieder mit dabei und weitere Infos gibt es dann aber auch noch auf unserem Kanal. Oder ihr guckt einfach mal beim Benutzername nach und dort wird alles auch erklärt, was und wie das Ganze mit dem Trash-Wichteln funktioniert und ja wie es halt funktioniert, gell? Also wir sind ein paar Leute, ein paar YouTuber, die sich dann gegenseitig Schrottspiele schenken
Und der Maximalwert darf nicht mehr als 1 Euro sein. So. Und alles andere werdet ihr auf diesem Kanal auch noch erfahren. Genau. Wir haben ja die letzten Jahre auch mitgemacht. Falls euch das interessiert, könnt ihr da auch mal reinschauen. Dann wisst ihr auch, wie es ungefähr abläuft. Genau. Stimmt. Kann ich auch mal hier verlinken. Wird alles verlinkt. Das sieht auch lustig aus. Ja, ne? Ben's Restaurant. Sieht aus wie ein Kino. Ja, aber es ist eine Resterampe. Was ist eine Resterampe? Da werden alle Reste abgestellt. Ah, okay. Hier ist im Prinzip der Backstage-Bereich, wenn du so willst. Ich gehe auch stark davon aus. Aber es sieht gut aus. Sind sehr unterschiedliche Häuser, das finde ich gut. Das ist auch schick. Der Schriftzug, ne? Der Schriftzug und dass hier so eine Treppe drüber geht mit der Brücke, damit du auf die andere Seite kommst. Das ist cool. Oh. Ah, Street Fox Café. Ein bisschen Werbung. Street Sehr Fox Café. Ah, herrlich, da kommen Erinnerungen hoch. Oh, guck mal. Hier ist was drin. Das ist gut. Die Parkplatzeinweiser. Ja, finde ich super. Finde ich auch gut. Ich lasse die Gäste mal raus, weil hier sind so viele Toolkits. Irgendwie funktioniert mein PC nicht so richtig. Also es gibt ganz schön viele Ruckelereien hier. Deswegen, das muss ja nicht sein. Deswegen lassen wir mal die Leute mal raus. Ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Nee, okay. Das ist einfach nur ein Gebäude. Sieht irgendwie auch aus wie so ein Blueprint, das Gebäude, ne? Das sieht auch so ein bisschen aus wie ein Blueprint, ne? Aber das hat er nicht gemeint vorhin. Nee, ich glaube auch nicht. Aber vielleicht ist es was, was er hochgeladen hat. Das sieht zumindest ziemlich so aus wie irgendwas, was im Workshop sein könnte. Aber auf seiner Seite ist tatsächlich nur der Park. Ah, okay. Ja, mit einem Ja, die große Frage der Folge heute, soll er weiterbauen oder nicht? Stimmt, habe ich ganz vergessen. Ist ja gar nicht so eindeutig mit Plant Coaster 2, ob man jetzt den alten Park am ersten Teil fertig macht. Ja. Haben ja viele Leute noch unfertige Projekte, die noch beendet werden wollen. Ja. Lohnt es sich bei dem Park hier oder nicht? Aber das könnt ihr ja natürlich mitentscheiden, ob er hier weiterbauen soll oder nicht. Und da freuen wir uns über jeden Kommentar natürlich, der hier unter diesem Video nachher stehen wird. Das ist eine coole Statue. Ja, die ist so cool. Das ist ein Krümelmonster, oder? Ja, ich glaube schon. Hat er da am Eingang auch nochmal. Ja, das ist ein Maskottchen. Ah, cool. Ich habe doch Gäste hier drin. Ja, die gehen jetzt, oder? 500. Wie viel dürfen maximal rein? Ah, lass mal. Solange der Park noch läuft, ist alles okay. Ja. So, dann haben wir hier wahrscheinlich so ein kleines Restaurant. Auch ganz schick hier mit der Terrasse. Mhm. Also es ist auch spannend, dass das irgendwie getrennt ist vom Haus, aber von außen auch trotzdem aussieht wie ein Haus. Ja, das stimmt. Ja, das Dach ist halt so mit da dran kombiniert, ne? Mhm. Ich finde das cool, dass es mit dem Weg so interagiert. Ja, finde ich auch gut. Ist echt hübsch. Müssen auf jeden Fall auch nochmal nachher im Dunkeln schauen, weil hier sind überall so Lampen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr hübsch hier beleuchtet. Oh. Bestimmt. Hier ist ein Eingang. Ach, hier ist ein Topspin drin. Okay, das habe ich irgendwie jetzt nicht erwartet. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Okay, das ist lustig. Aber wir laufen irgendwie auch falsch rum, ne? Wir sind ja noch gar nicht im Park. Ach so, ja, stimmt. Wir sind ja, tut mir leid, hier ist außenrum noch so viel zu sehen. Oh, Das sieht auch cool aus hier mit dem. Mit der Achter. Oh ja, Gott, ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Das wird ein guter Park. Ich glaube auch. Und hier sind auch Lampen postiert. Ja, das ist für, weiß nicht, wenn da irgendwie eine Show ist oder ein Event oder so außerhalb vom Park. Ist ein bisschen Wiese da. Aber ich finde das cool, dass das so ein bisschen Wald hier so eingebettet worden ist. Hm. Auf jeden Fall ist das hier wahrscheinlich, entweder ist das ein Hotel oder ein Restaurant. Ein Hotel, weil hier hat er auch so ein bisschen was gemacht. Da sitzt sogar einer. Und? Nein. Okay. Ja, es hat ein funktionales Hotel, ne? Da sind Hotelräume halt drin. Genau. Da oben sitzt er auch noch. Sehr, sehr schön. Ah, mit Whirlpool, ja?
Ah, ja, da sitzen die Reichen, die sitzen da. Oben sind die Luxus-Suiten. Ja. So, dann haben wir hier den Eingang noch gar nicht so richtig schön betrachtet, aber mir gefällt das schon richtig gut, ne? Sehr einladend. Ja, ja. Funktioniert eigentlich immer gut, so ein Brunnen vorm Eingang. Ein großer Platz ist auch cool. Ja, ja. Gefällt mir auch sehr gut. So, und dann hat er hier gesagt, alle rasten aus, hat den Spielplatz hier. Da hammert nochmal das Schild. Dieser Spielplatz ist von Schlongmeister. Ist vom Schlongmeister, alle rasten aus. Okay. So, wir haben sie erwähnt. Natürlich machen wir das. Spielplatz darf nicht fehlen, ne? Soll jetzt nicht negativ rüberkommen oder so. Nee, nee, alles gut. Machen wir doch gerne. Aber echt cool, das ist cool. Gefällt mir. Ich finde, Spielplatz ist eigentlich immer gut dabei zu haben. Ja, absolut. Bei uns ist ja Metaro der Kindergarten. Der Kinderspielplatz-Experte und Kiddikos, also alles, was mit Kindern zu tun hat, ist er der Experte. Der wird das wahrscheinlich auch toll finden, dass hier ein Spielplatz ist. Und der wird bestimmt auch, oder hätte bestimmt auch gesagt, ja, der ist gut. Kann er ja aber auch in den Kommentaren reinschreiben. Stimmt, ja. Grüße geht raus. Also die Kassen sind auch lebendig. Schön, noch alle mit einem anderen Banner dahinter. Ja, cool. Ja, ist cool gemacht. So, dann haben wir hier hinten nichts. Wir haben eine Holzachterbahn. Ich liebe Holzachterbahn. Ja, die wird bestimmt auch gut sein. Ich glaube, Holzachterbahn kann man nicht wirklich verhauen. Nee, das stimmt. So, dann gehen wir mal jetzt endlich mal rein in die gute Stube. Stundenlang außen rumgelaufen, jetzt fangen wir mal an. Ja, was kann ich denn dafür, wenn die Leute alles außen rum noch so riesig bauen? Da kann ich ja nichts für. Ey, dann dauert das halt eine halbe Stunde, bis wir mal in den Park rein können. Ja, ist draußen rum ja auch schön gewesen. Da gab es ein bisschen was zu erzählen, ist ja alles ja, gut. Stimmt. Machen wir bei unserer Vlogs auch so. Da sitzen wir auch und stehen auch noch eine halbe Stunde vor Parkeingang. Ja, ist wohl wahr. Das ist ja schön. Boah, jetzt hier boah. Sind das die Kois oder was? Warum der guck dir das mal an. Der ist voll am Lecken. Das sind die Kois. Also die Kois sind auf jeden Fall Toolkits, aber die waren vorne am Platz auch schon, also beim Eingangsplatz. Also irgendwas mag der hier gerade gar nicht. Okay. Wie nö. Ich mag den Teich. Dann halt das, wenn das Spiel jetzt schon nicht mag. Ja, nee, der Teich ist cool. Auf jeden Fall. Schön gemacht. Auf jeden Fall. Ich mag diese kleinen Ecken. Das leckt so übelst. Ich weiß nicht, woran das liegt. Boah. Und ich habe die schnell weg davon. Ich habe die Grafik tatsächlich auch mit Absicht schon runtergesetzt, weil ich gesehen habe, oh Gott, so viele Toolkits. Nee, machen wir mal. Ja, Toolkits sind dafür anfällig, ja klar. Ja, das ist grausam, ist das. Bin mal gespannt, wie das bei Planet Coaster 2 sich anfühlt, ja, wenn das mal losgeht. Ich denke, das dauert noch ein bisschen, bis wir Toolkits kriegen. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Ja, den Topspin hier, den hatten wir ja schon gesehen. Also genau. Jetzt sehen wir auch zumindest, wo der verbunden ist im Park. Ja, ich finde es ein bisschen kahl hier drinnen tatsächlich. Vielleicht hätte man hier so ein bisschen noch an den Wänden irgendwas machen können. Ja stimmt schon. Ne? Ah, okay. Das ist schön, so, dass der Mitarbeiter nicht sieht, was da draußen passiert. Das ist ja geil. Das ist echt lustig. So, dann kommen wir hier auf so einen kleinen Platz. Ist auch schön. Das ist richtig schön. Dieses Dach macht so viel aus. Ja, absolut. Mir gefällt das auch, dass das so aufgeht. Mhm. Das ist cool. Dann gehen wir hier in die Q-Line rein. War da ein Schild dran? Ah, das mag ich. Wo? Bei der Q-Line, also wofür wir jetzt hier anstehen. Nö. Okay, dann lassen wir uns einfach mal überraschen, wo es jetzt hingeht. Das ist cool, ne? Funktionale Fenster. Das meinte ich, ja. Ich bin ein großer Fan davon, wenn Fenster auch wirklich funktionieren. Boah, ey. Richtig cool. Ein schöner Blick daraus, ne? Ja, ja. Voll gut. Und da steht die Klaku? Erste Achterbahn deines Lebens. Okay. Sehr gut. Das ist cool. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt bei Teetassen anstehen. Ja, aber das ist cool. Finde ich auch gut, ey.
Richtig coole Idee. Die stehen still. Ja, scheinbar. Das sind die letzten vier Gäste des Parks. Ne, es sind noch ein paar mehr. Die kommen nicht raus. Die sind zwar alle ewig gefangen, ne? Ich kann auch nichts hier. Ach so, deswegen. Die haben auf volle Besetzung gewartet. Jetzt müssen die alle aussteigen, was ich nochmal neu anstecke. Aber schön gemacht, schön eingebettet. Ist cool. Ja, ist ganz, ganz klassisch mit diesem runden Ding da drüber, aber es sieht auch immer gut aus. So. Ja. Ja. Kannst nichts falsch machen. Nein. Ah, Spotlights hat er auch gemacht hier, ist auch cool. Hier hätte man vielleicht noch diese rotierenden Spotlights dran machen können. Hätte man so ein bisschen mit Farbe, mit Licht spielen können. Wäre cool. Hast du direkt so Disco-Teetassen? Ja, muss ja nicht Disco-mäßig irgendwie was sein, aber ich finde, das macht ein bisschen was aus. Ja, es ist schön, wenn Teile sich bewegen können, ne? Ja, das stimmt. Kotzschleuder, guck mal. Das Ding heißt Kotzschleuder. Das ist ein super Name dafür. Ah, jetzt will ich wissen, wie das Ding heißt. Teetassen. Okay. Ich meine, das könnte, also rein theoretisch könnte das auch ein Kotzschleuder sein, ne? Das könnte auch. Also rein vom Prinzip her. Ja, absolut. Wir gehen mal auf den Hauptweg zurück. Zurück waren wir schon? Ja, hier ist der Eingang. Hier ist der Eingang. Okay, genau. Ja. Weil hier vorne war ja auch noch. Hier ist so eine kleine Fressmeile. Das braucht jeder Eingang. Hier werden sie ganz bestimmt nicht betrogen. Pizza mit extra viel Analogkäse. Okay. Hotdog kann Spuren von Hund enthalten. Burger, wenig Fleisch, viel Brötchen. Was ist denn das hier? Das ist eine sehr ehrliche Fressmeile, ist das. Ja, sehr gut. Echt coole Sprüche. Übrig Charakter, ich mag das. Ja. Kommen wir wieder zum schönen Teil. Bleib dabei, Schilder wären toll. Aber gut, hier sieht man ja, wo man einfach mal hier ansteht. Das ist ja alles kein Ding. Ja, das stimmt. Aber schön reingebettet hier. Ja, das sieht macht sich immer gut auf so einem großen Platz am Eingang. Ja. Funktioniert super. Absolut. Family Woody. Hey, da ist ja mein Schild. Oh, cool. Wo sind wir denn hier? Das sieht so unscheinbar aus. Aber drinnen ist es fancy. So ein Dach. Ja. Das ist irgendwie cool. Voll cool. Absolut. Chillout Zone haben wir auch noch hier. Dampfkarussell. Gott, was alles hier gibt. Ja, das ist das Pferdekarussell hier. Ja, gehen wir mal die Q-Line lang. Oh, schön. Einmal außenrum. Ja. Tatsächlich. Aber voll cool, schön. Oh Gott, nee, warte. Ich muss nochmal hier hin. Oh. So ist schön. So ist schön. Das ist cool. Also, ja. So habe ich es auch noch nie gesehen. Nee. Aber es funktioniert. Ich auch nicht. Ja. Also auf jeden Fall genug Möglichkeiten, nicht hinzusetzen und auszuruhen. Ja, absolut. Haben wir jetzt schon ein paar von gefunden. Absolut. Oh, ist auch direkt die Toiletten hier. Ja, sehr gut. Cool, cool. Auf jeden Fall cool. Family Woody. Hier dürfen wir auch nicht rein. Okay, das wird wahrscheinlich der Ausgang sein. Wir gehen mal rein. Das wird der Eingang von Woody sein, Wir sind hier Special Guests. Wir dürfen da rein. Überall diese Videos mit Street Fox, Kaffee. Das darf nicht fehlen. Absolut nicht. In jedem Park muss ein... Also diese Queue macht mich ja richtig durcheinander. Ich dachte, wir waren hier schon. Aber scheinbar nicht. Nee, hier ist der Woody. Oh. Auch die fährt sogar hier oben lang. Das ist cool. Das erinnert mich so ein bisschen an Toverland. Ja, ich mach, also eigentlich jeder Holzachterbahn, die das macht, das finde ich super. Ich habe es auch bei einem alten, bei dem allerersten Challenge, wie wir es gemacht haben, habe ich es auch gemacht. Boah, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Das ist schon ein bisschen her, du. Boah, das ist echt lange her. Da warst du Shinny und Metaro, ne? Genau, wir haben uns eine Achterbahn erdreht mit einer Drehscheibe und dann durften wir alleine bauen und haben den Park weitergeben und jemand anders durfte thematisieren. Ah
Genau. Und natürlich genau. Unter Zeitdruck, ne? Es muss ja eine Challenge da sein. Ja, natürlich, klar. Das war auch ganz lustig. Ich fand, ich fand Mitaru schon lustig. Ich hasse Piraten, was soll ich hier machen? Und dann baut er dir da so ein Kunstwerk dahin. Also schon cool. Unsere erste Achterbahn für heute. Ja, wunderbar. Ein Family Woody. Ein Family Woody, ja. Geht auch nicht sehr weit hoch, aber vielleicht ganz weit runter. Ich glaube nicht, ist eine Familie. Juhu, los geht's! Hier darf jeder mitfahren. Oh. Da geht so einiges kaputt. Ist doch mal einfach mitfahren. Oh. Schaffen wir es? Ja. Doch, das schaffen wir. Also ich muss sagen, das ist ziemlich familientauglich, oder? Ja. Das ist schon, da kann jeder mitfahren auf jeden Fall. Absolut. Das sieht man auch gar nicht so häufig, ne? So familientaugliche Holzfahrbahnen. Nee, aber die kommen auch jetzt wieder mehr, ne? In so verschiedenen Freizeitparks. Also, ja, gibt's auf jeden Fall, aber es ist mehr so die Minderheit bei Holzachterbahnen. Nee, das auf jeden Fall. Wir haben auch die Ablagerung für Gepäck. Alles schön selbst gebaut hier, finde ich toll. Ja. Auch nochmal beleuchtet hier das Ganze tatsächlich. Aber da schauen wir uns. Licht gedacht. Ja, ja. Also, das Licht haben wir hier genug. Nee, Ausgang. Achso, die sind direkt nebeneinander gewesen. Achso, ja, okay. Genau. Sorry. Oh ja, alles gut. Noch kann ich ja zurück. Hätte ja sein können, dass ich falsch bin. Aber ich weiß nicht. Oh, auch schön hier. Habe ich gar nicht gesehen vorhin, dass wir hier so drin. Ich habe es auch gar nicht wahrgenommen. Das ist cool. Ist echt schön, das Haus. Das ist cool mit den Gardinen. Das ist eine gute Idee. Mhm. Hier auch mit der Kurve, das ist cool, das ist schön. Das haben, also so gar nicht, haben wir gar nicht so gesehen, ne? Ne, bis hier nicht. Das ist auf jeden Fall voll der familienfreundliche Park bis hier. Absolut. Hier kommen Kinder auch zu seinen Kosten. Mhm. Eingang? Für was? Bestimmt also hier so ein... Ah, okay. Ah. Ach, das ist eins von diesen Häusern, ne? Die, das soll wahrscheinlich von der anderen Seite aussehen, denke ich mal. Wahrscheinlich. Das Haus hier steht ein bisschen schief. Ach ja, genau. Mhm. Das wird so eins sein wahrscheinlich, ja? Kannst du dich anklicken. Ja, ich denke mal. Schauen wir mal. Ich kann es nur so drehen. Ist doch keins davon, okay. Nein, ist keins davon. Vielleicht waren das auch die vor im Park. Kann auch sein. Aber auch wieder schön hier das in so einem kleinen Bereich gesetzt, ne? Dass man es nicht so... Der kleine Flieger. Der kleine Flieger, genau. Dass man das nicht so von außen sehen kann, ne? Das ist ein richtig süßer nice. Bereich. Absolut. Ich mag auch, wie detailliert die ganzen Häuser sind. Ja, finde ich gut. Auch direkt beim Ausgang vom kleinen Flieger war auch eine sehr schöne Fässerwand. Hat mir auch gut gefallen. Echt jetzt? Ach, hier die. Tatsächlich. Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, wenn ich ein Fass sehe, da gucke ich sofort hin. Ja, das ist aber auch cool, ne? Coole Idee. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Coole Fassade. Ich weiß noch gar nicht, wo wir hier diese... Cool. Montgolfia, oder was? Ja, tatsächlich. Montgolfia. Okay, das ist dann hier die Ballonfahrt. Das ist dann hier die Q-Line. Also mir gefällt dieser Fantasy-Bereich richtig gut. Ja, mir auch. Ist echt schön. Also ist echt super viel, ne? Hast du gerade gesehen, dass rechts auch noch was war? Ja, ich weiß. Ich wollte nur mal kurz den Weg hier noch gehen. Weil wir den noch nicht hatten. Und wir haben hier nochmal einen Eingang für
Selbstfahrende Autos sind das. Boah, ey, selbstfahrende Autos, ey, das ist in, wir waren ja im Geisterautos, wie man sie ja nennt. Mein Vater nennt die immer Geisterautos. Okay. Oh, das ist auch hübsche Station. Jo. Fällt mir gut. Wir fahren einfach mal so mit. Ach, schön. Ja, komm, so ganz frei fahren kannst du nicht, ne? Sonst weißt du nicht, wo es lang geht. Doch. Oh. Oh. Okay. Das ist ein Dark Ride. Das ist ein Dark Ride. P. Okay, okay. Das ist so dieses typische Phänomen von wegen hier, ich habe da diese einen kleinen Fahrgestell am Rande vom Park vergessen. Das kleine Teil holt man doch schnell nach und es ist einfach ein riesiger Dark Ride, der ganze größte Teil vom Park. Genau. Wir nehmen den. Haben es ja, leider, das sieht gut aus. Wir haben leider schon was gesehen, aber ist nicht schlimm. Gut, ein Dark Ride tatsächlich. Okay, cool. Damit habe ich jetzt absolut nicht gerechnet, aber ja. Ich glaube, hier diese kleinen Steine auf dem Boden, die sind, glaube ich, auch sehr performance-intensiv. Das ist ein Filmset, ne? Ah, cool. Schön. Das war knapp. Das war knapp. Oh, wie groß das hier hinten noch ist. Ja, absolut. Ich vermute, der Park ist auch ziemlich groß. Wir sind ja immer noch im Märchenbereich. Ja, der ist ja auch schön, da kann man nicht einfach durchrennen. Nö, nö, alles gut. Leider nicht. Nee, Quatsch, alles gut. Die Tore gehen. Du hast leider einen zu schönen Park gebaut, was soll das? Oh, okay. Okay, sehr cool. Sehr, sehr cool, ja. Es war auch ganz cool, dass hier dann diese Ritterszene war. Ja. Richtig, richtig cool. Was haben wir denn hier drin? No Entry stand da. Ah, ja, gut. Ah, da ist noch ein Trigger drin. Wahrscheinlich hier für die Tür. Kann sein. Okay. Wobei, ich muss ja keinen. Egal. Ja, also auf jeden Fall, was ich sagen wollte, weil in Fort Fun war ich ja mit Mitaro gewesen und dort haben die auch so eine Oldtimer-Bahn. Die kannte ich auch noch von damals und das sind so Benzinermotoren tatsächlich. Und die hatten nur zwei Fahrzeuge an dem Tag fahren und da standen, das ist nicht viel. Da standen die Kinder auch an Ewigkeiten. Ne? Ich glaube, die haben bestimmt 2 Stunden dort angestanden, damit sie überhaupt mal dran konnten. Oh. Also mir taten die Kinder so leid, ne? Die da alle gewartet haben. Und das ist wirklich so ein Ride, der macht doch Bock. Ne? Die ist ewig lang und sind Benzinermotoren und man muss auch selber Gas geben und so. Man kann auch selber lenken. Also man wird geführt von der Schiene, aber kannst auch selber lenken und alles. Also es ist eine richtig coole Bahn. Aber so unverschämt, dass sie dann nur 2 Wagen fahren gelassen haben. Ja, gerade wenn so viel los ist. Ne? Das war echt unverschämt, ey. Wir wollten eigentlich auch damit fahren, aber dann habe ich gesagt, nee, es sind ja nur 2 Autos, die fahren. Ich stelle mich doch jetzt in 2 Stunden da an. Ja, das ist schade drum. Macht sich der Park selber das Leben schwer damit, ne? Ja, absolut, absolut. Also das war nicht cool. Nee. Ich vermute auch, dass es danach Kritik geregnet hat für den Park. Per E-Mails. Ja, wer weiß, vielleicht haben sie irgendeinen Grund gehabt. Vielleicht waren die alle kaputt oder weiß ich nicht was. Das weiß man halt nicht, ne? So, wir kommen so langsam mal in einen anderen Bereich und das wäre so der Märchenpark gewesen. Ach, wir sind sogar an dem Turm vorbeigefahren. Tatsache. Das war der Turm. Ah, okay. Ist der eigentlich auch von innen drin? Ne, ist nur von außen, okay. Ja, doch, ein bisschen schon. Ja, aber das sind nur die Zierde, oder? Ja, aber die sind wichtig bei dem Turm. Das ist ein Rapunzelturm. Das Symbol ist super wichtig in dem Film.
Ach so. Und da oben das Dach ist ja auch, also es ist, also für den Film ist das super wichtig. Ja. Okay. Ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Der Turm ist sehr wichtig für das, was in dem Film passiert. Das stimmt. Ja, jetzt, okay, jetzt wo du es sagst, ja. Und auch die Position, wo dieser Ausgang hier ist, ist tatsächlich ziemlich akkurat. Ja. Das stimmt. Ja, der Turm ist wirklich sehr hübsch. Aber da waren wir jetzt noch gar nicht drin, ne? Hm? Waren wir hier drin? Ja, das war auch oben dieser Bereich. Ja, okay, alles klar. Ah, das ist ein cooler Turm, ne? Das ist echt cool. Mhm. Nein, hatte auch echt was auf dem Kasten, der Badge. Das muss man wirklich sagen. Er hat auch richtig gute Sachen gebaut. Ja, das stimmt. Aber er macht leider nichts mehr, ne? Lange nichts mehr von dem gehört. Genau, ich habe auch lange nichts mehr gehört. Gut. Dann sind wir in dem Märchenbereich tatsächlich fertig und wir gehen mal da in die Richtung, weil da stand vorhin so Little Dada. Er sagte ja, das wäre komplett Little Manhattan. Ach, Manhattan hat er gemeint. Ich hast du eben vorgelesen? Ich habe vorhin gelesen Maritime oder sowas. Ach so. Was hat er geschrieben? Maritime. Also Eingang zu Little Manhattan unterirdisch, da wenig in Maritime, nicht zu übersehen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir gucken uns das einfach an. Genau, es ist auf jeden Fall unterirdisch gebaut, wegen dunkel und so, und Manhattan ist ja eben immer also dunkel. Dieses kleine Eingangsschild ist schon sehr vielversprechend, also ja. Das kann schon sehr cool werden. Ich bin auch so gespannt. Das ist auf jeden Fall krass, dass man sowas... Also wenn es jetzt riesig sein wird, dann wird es richtig krass. Manhattan ist eine große Stadt. Also. Ja, aber es wird schon richtig dunkel jetzt gerade. Okay. Okay. Das ist vollwertiger Bereich hier unten, würde ich sagen. Ach du Arzt, das nicht. Wir sind in Manhattan. Ganze Stadt gebaut. Ich war noch nie cool. In Manhattan. Ich auch nicht. Jetzt bin ich's. Hallo Mama, ich bin in Amerika. Ja, ich denke mal, hier ist nichts drin. Ne? Ja. Das wird wahrscheinlich alles für die Achterbahn sein. Ja, ich vermute auch. Weil das links, hier, sieht schon aus, wäre da hier ist ein Ausgang, oder sowas. Ausgang. Hier steht Eingang. Eingang ist gut. Eingang for what? Wo geht's hier weiter? Da lang wahrscheinlich, ja? Ja, wahrscheinlich. Link, ja, rechts da, ja. Nee, doch nicht? Doch geradeaus? Aber da ist halt eine Wand. Nee, da ist doch der Eingang. Ja, aber wie kommen wir jetzt auf das Fahrgeschäft? Ach, das Ding ist das, ah. Okay. Das Ding kennst du auch irgendwoher, ne? BRG4. Ja, es ist ähnlich eingebaut gewesen, ja. Hätte ich aber gar nicht erwartet, wenn man es von außen sieht, weil so andere Großhäuser noch rumstehen. Das stimmt, ja. Oh, ist ja richtig was... Wie ist das Licht aus? Ein kleiner Indoor-Park. Ja, absolut. Hier stehen sie alle. Also ist besser, als wenn sie fahren würden. Auf dem Weg laufen wir rum. Das stimmt. Das stimmt. Hier ist dann die Feuerwehr. Darf auch nicht fehlen. Boah, wie riesig ist die Bahn. Stimmt, die ist echt groß, ja. Boah. Da sind viele Kreuzungen. Ich muss ab und zu mal das Licht anmachen, weil ich nicht weiß, ob da was ist oder nicht. Oh, ein Breakdancer. Was ein Glück, dass du ein Taschenlampe dabei hast. Ja. Breakdancer. Ah, hier ist ein Eingang. Da lang. Da lang. Ach so, zu einem Flat Ride. Okay. Haben wir das Ding hier stehen? Kann das sein, dass das so einer von den Ecken ist, die noch nicht ganz fertig sind? Wahrscheinlich, ne? Das sieht noch nicht fertig aus, ja.
Dann haben wir hier nochmal. Ich finde es immer spannend, wie verschiedene Leute verschiedene Sachen bauen. Ich könnte es gar nicht, so ein halbes Haus zu bauen und später daran weiterzubauen. Ja, es ist, fällt mir auch schwer. Wobei ich aber auch nachvollziehen kann, wenn man irgendwann einfach keinen Bock mehr hat. Ja, das stimmt. Ich glaube, die meisten Leute bauen auch immer so nicht alles, nicht einen Bereich am Stück, sondern halt so mehrere Baustellen, dann immer das, worauf du gerade Lust hast. Ja, da wird man meistens aber nicht fertig, ne? Genau, deswegen zwinge ich mich immer dazu, alles nacheinander zu bauen. Ja. Okay. Wir sind tatsächlich bei der Achterbahn angekommen. Mhm. Und nehmen jetzt mal die Achterbahn mit. Unsere zweite. Es erinnert mich auch so ein bisschen an, an deinen Bereich. An den Blue Fire-Bereich. Ach, meinst du? Findest du? Ja, weil es auch, in der Stadt drin ist, weißt du? Ach so. Auch so Amerika vom Stil. Ja, ja, das stimmt. Guck mal, auch gelauncht hier. Die Tür geht auf. Wäre auch doof, finde ich, ne? Beginnt auch mit einer Kurve. Ist praktisch dieselbe Bahn. Das ist auch eine Achterbahn. Lass doch mal jetzt ein bisschen actionreicher hier. Mhm. Guck mal, obwohl wir die gesamte Bahn sehen können, kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie lang die Bahn ist, weil die Schienen sich alle so viel kreuzen. Ja. Oh, ich weiß gar nicht, wo wir schon waren und wo nicht. Oh, das ist cool. Ich find's auch gut. Ist aber tatsächlich noch nicht so fertig hier. Mir fehlt noch ein bisschen was. Mhm. Achso. Wenn du weiterbauen solltest, kannst du in der Bahn so ein paar Trigger oder sowas einbauen, wo so ein paar Stellen relativ dunkel sind, wo nicht viel passiert. Ja. Das ist auch eine gute Idee, ja. Gerade bei so langgezogenen Kurven oder sowas geht das, glaube ich, ganz gut. Ach, da standen welche, hast du gesehen? Mhm, hab ich gesehen. So Details, das ist cool. Ja, die müssen dann angeleuchtet sein. Das wäre cool. Ja, mit solchen Details, da wird so ein Bereich richtig zum Leben erweckt. Das finde ich super. Ja. Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo das war. Wir finden es schon. Nach dem zweiten Launch. Oh, die letzte Kurve war ein bisschen hart, oder? Bitte? Die letzte Kurve war ein bisschen hart. Die letzte Kurve war ein bisschen hart, ja. Aber ich vermute mal, das ist noch nicht so ganz fertig. Das kann sein. Ich vermute mal, das war hier in dem Gebäude, oder? Ja, oben. Ein Stückchen höher. Ach, da. Ach, die sind am Grillen. Cool. Guck mal, das sieht man gar nicht, ne? Das ist cool. Der Grill ist cool. Ey. Der gefällt mir richtig gut. Der ist echt schön gebaut, der ist klasse. So, Liebe zum Detail. Das ist Feuerwerk. Das sind die ganzen Wunderkerzen, oder? Ja, Wunderkerzen. Ja, ich glaube, das ist wirklich das kleinste Teil im Spiel. Ja. Also alle Stellen, die so fertig wirken, sind auch einfach echt cool hier drin. Das stimmt. Lass mal ein bisschen das Licht an. Kann man ein bisschen mehr sehen. Weil manche Ecken dann doch ein bisschen dunkel sind. Und ja, also hier ist ja der Ausgang. Hier ist ja alles noch nicht fertig, ne? Genau. Fehlt es noch ein bisschen. Aber die Frage ist ja, ob er weiterbauen soll oder nicht. Also bisher würde ich sagen, klar, auf jeden Fall. Warum nicht? Ich finde der Backe super bis hierhin. Mach das noch soweit fertig, was du jetzt noch hier offen hast. Du musst ja nicht weiterbauen. Das sagt ja keiner, aber die kleinen Ecken und sowas fertig machen, warum nicht? Ist doch cool. Ja, also wenn du Lust hast, weiterzubauen, dann bau auf jeden Fall weiter, weil der Park ist es auf jeden Fall wert. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich vermute mal, man muss den Weg wieder zurück. Ich glaube auch, ja. Aber hier gibt es nochmal eine Treppe hoch. Deswegen weiß ich nicht. Das ist ein separater Ausgang. Ich meine, du kannst ja gucken, wo du rauskommst, ob das irgendwie... Genau. Ja, ich glaube, das wäre eine Idee zum Erweitern des Parks. Ja. Das kann durchaus möglich sein. Ja, ich würde sagen, wir ignorieren diese Treppe einfach erstmal. Ja. Welche Treppe? Ja, genau die. Die ignorieren wir, ja.
Aber ich wollte hier hinten noch mal ein bisschen was gucken. Ja, so ein bisschen noch Backstage wieder gefunden. Bisschen Backstage hier. Bagestacher. Da ist ein brennendes Auto. Polizei. Ah, hier haben ziemlich viele Filmsets hier. Hier haben wir ein bisschen Action, ne? Filmszenen. Das ist einfach ein Filmpark hier. Ja, so ein kleiner, ne? Das ist fast so wie bei, keine Ahnung, Universal oder so, wo es ja auch so einen Amerika-Bereich gab. Den wir gebaut haben, ja. Kann ich mich dran erinnern. Das war... Ist immer gefährlich, wenn man daran vorbeiläuft, in dem Eingang hier, ne? Ja, das stimmt. Aber es ist ein sehr schöner Bereich gewesen. Absolut. Also ich war auch total überrascht, so eine kleine Stadt nochmal unterirdisch irgendwie zu bauen. Ist auch nicht ohne. Das ist ein Aha-Moment. Das erwartet man also gar nicht. Ah, das Flugzeug. Ja, das macht Sinn jetzt, ne? Das ist eine coole Hütte. Da waren wir ja vorhin auf der anderen Seite. Das Fahrgeschäft macht auch Sinn, wenn ich das Flugzeug da sehe. Ja, klar. Es ist ein tolles Fahrgeschäft. Ja, ist auch hier wieder ganz toll mit dem Glasdach. Ja, Glas ist schon so ein tolles Teil. Das fehlt uns noch. Ja, bekommt aber auch im Dezember-Update. Ja, kommt auch. Das stimmt. Wasser. Wasser gibt's hier nicht. Gibt's nicht. Wir sind im Wilden Westen, hier gibt's kein Wasser. Genau. Wie gut. Ja, ich habe kurz überlegt, welche Teile das sind. Das sind ja alles TMTKs. Das sind TMTKs, genau. Und die Frauen kennen wir ja vom Sonic. Genau, die hatten beim Dark Ride hat er den benutzt. Genau. Saufi, Saufi. Fressi, Fressi. Das sind super Namen. Ja. Das ist jetzt der Eingang zu wahrscheinlich. Oh, doch nicht. Keine Ahnung. Oder vielleicht doch? Ich meine, mit der Länge der Waschschlange ist bestimmt die Achterbahn, oder? Gut möglich. Das ist ganz schön Winkel, der Weg. Ja. Und es ist tatsächlich eine Wasserbahn. Okay, passt auch gut. Ich meine, da. Jetzt wissen wir, wo das ganze Wasser in dem Bereich ist. Ja. Ich fliege erstmal mit. Ich mag so Canyon-Sachen, ja. Hab es nie selber gebaut, aber ich sehe es immer gerne. Ah, Roadrunner. Schön. Ja, wir fliegen mit. Der wurde erschossen. Passt doch gerade. Irgendwie ist dieses Fort charmant. Ich weiß nicht wieso. Es ist so simpel, aber irgendwie gefällt es mir. Ja, absolut. Durchthematisiert. Ja, komplett. Geht's nochmal hoch? Hat man hier einen schönen Blick? Auf das, was vielleicht noch kommt? Auf das, was vielleicht noch kommt. Und dann geht's hier nochmal durch den Felsen durch. Ich glaube, wenn ich das so sehe, ist, glaube ich, der gesamte Bereich sehr, sehr verschachtelt. Ja. Ich bin ja grundsätzlich ein Fan von sowas. Mhm. Einiges, ne? Ja. Und am Wasserfall dann. Oh, cool. Das ist cool mit der Glasscheibe hier. Kann man sich auch vor die Glasscheibe stellen oder ist die direkt am Rand dran? Ja, okay. Ist das Beste für die Gäste. Hat so ein bisschen was von Jabba's, ne? Ist halt eine Wasserbahn, ne? Ne, die Abfahrt meine ich. Meinst du? Ja, sieht so, ja, auch so felsig aus und so, ne? Achso, ja, okay, ja. Das ist, ja, schau mal, hier passt eine Wasserbahn in einer roten Felslandschaft, ja. Und das ist auch cool gemacht. Einfach im Moment eingefroren. Ja, aber auch hier mit den Stützen und alles, ne? Alles dran gedacht. Ja, es ist toll aus. Oh. Das sieht aber auch irgendwie aus, als hätte ich das so gut in der Geschichte. Ich glaube auch.
Man könnte es meinen, ne? Da geht der nochmal hoch. Das ist alles so verschlungen. Ah, oh, und dann die Station. Okay. Okay. Boah, ganz schön große Bahn. Das ist riesig, gell? Ein richtiger Westernbereich auch, ne? Okay, das ich finde, der Bereich ist gar nicht so groß. Es ist einfach nur sehr ineinander verschlungen. Auf 1000 Ebenen so. Das ja, ist das toll. Kann, ja. Ja, toll ist auf jeden Fall, klar. Man weiß halt nicht so genau, wo man so langlaufen muss, ne? Obwohl er geschrieben hatte, ja, die Schilder werden dir schon leiten. Ja, fehlen mir dann trotzdem noch so ein bisschen. Siehst du? Hier ist dann jetzt Ausgang und dann ist hier Eingang, weil da stand der Typ da. Ja, ja. Ich finde aber von der Besucherperspektive, von hier unten, ist das Ganze deutlich übersichtlicher als von oben. Also das stimmt, Abfahrt von ja. Der Wasserbahn, als wir da runtergeguckt haben, war ich ein bisschen, es war so viel überall irgendwie. Ja, das stimmt. Und so unübersichtlich, aber wenn man hier unten ist, dann finde ich das überhaupt nicht. Und das ist ja eigentlich das Einzige, worum es geht, ne? Du siehst ja normalerweise von oben nicht, wie es aussieht. Genau. Hallo. Ein Whisky bitte. Oder Scotch. Auch wieder ein schöner Bahnhof. Kein Westernbereich ohne Minenzug. Schaffner. Ist der Typ der Schaffner oder heißt die Bahn Schaffner? Nee, Canyon Runner. Canyon Runner. Ich würde es lustig finden, wenn der Mitarbeiter der Schaffner wäre und einfach, bevor die Bahn los wird, einfach einsteigt und die Bahn dann steuert. Das wäre echt lustig. Ja, wir sitzen gerade richtig. Ich setze mich mal nach hinten. Wenn das mal so funktioniert. Haben wir einen Speicherpunkt? Keine Sind Ahnung. Wir schon so lange dabei? Weiß ich nicht. Ja doch, eine Stunde haben wir schon. Okay. Ja, eine Stunde haben wir schon fast. 52, um genau zu sein. Ich bin heute auch ganz schön euphorisch. Einfach lange keinen Parktour mehr gemacht. Das stimmt. Howdy, Partner. Da ist die Figur wieder. Jetzt fahren wir durch den ganzen Canyon. Der Runner. Ob gleich wieder Roadrunner kommt? Ja, es ist heute Freitagabend, ne? Ich war heute arbeiten. Du nicht? Doch. Ja, entschuldigt, bitte, dass ich ein bisschen rumgehe. Aber hier ist auch alles so warm. Ich habe die ganzen Lichter an und kein Sauerstoff. Das fehlt mir so ein bisschen. Ja, nach der Tour, nach der Bergtour kannst du ein bisschen Luft schnappen gehen. Nee, da muss ich kleine Kurse 2 spielen. Okay, da kann ich nichts gegen sagen. Machst du gleich mit, gell? Mal schauen. Ja, ich muss dir unbedingt zeigen, was ich gebaut habe. Ja, stimmt, stimmt. Das ist noch nicht fertig, aber ich bin gut dabei. Ja, ich möchte eigentlich auch mal drüber spielen. Ich habe ja, seitdem das Spiel raus ist, bis jetzt wirklich nur den Karrieremodus gespielt für die Videos und noch nichts anderes. Ja. Aber ich habe ja auch Projekte, die ich gerne bauen würde. Ja. Aber guck mal, du weißt jetzt schon, wie das mit dem Strom und Wasser funktioniert. Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Ne? Mit dem Wasser weiß ich noch nicht. Ich habe nur das erste Karrierelevel gespielt, mehr nicht. Ach so, okay. Ja, ich glaube, ich warte einfach das Dezember-Update ab. Dann habe ich auch die ganzen tollen Teile und die ganzen neuen Verbesserungen gespielt. Dann fange ich an zu bauen. Ja, ich glaube auch. Also ich werde auch erstmal nur das machen, was ich gerade am Bauen bin. Weil genau, wie du schon sagst, wegen dem Update. Wird so vieles Neues kommen, das macht das Ganze wieder weg, ne? Deswegen ja, wir wissen ja nicht, wie viel es ausmacht. Ja, das stimmt auch wieder. Hier wird einfach ein Spanferkel gemacht, ne? Das ist ein sehr dicker Stab. Ja. Was willst du auch sonst machen, ne? Also aber wir können auch nicht skalieren. Hallo. Ja, stimmt ja, ist ja gut. Das hat bestimmt gepasst. Okay. Ja, die Fahrt war doch eigentlich ganz wild.
Ja, einmal halt durch den ganzen Bereich durch. Genau. Ist auch cool hier diese TMTK-Steine, ne? So cool, dass sie hier so überall ein bisschen im Weg sind, am Wegesrand. Mhm, ist eine natürliche Barriere. Also genau. Das ist so mehr oder weniger natürlich, aber ja. Sieht cool aus. Donnerbalken. Also mit Namen ist er echt kreativ, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ach, ist auch so ein Rundgang der ganze brennt Bereich. Brennt dreimal. Sehr gut. Du machst uns hier echt glücklich. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, schöne Brücke. Ich finde die Idee auch cool, wenn der Zug da oben über die Mississippi-Dampfer fährt, dass dann die Glocke oder die das Horn läutet. Ich fand's auch toll, dass die die Wasserschaufel von dem Dampfer dich nass spritzt, während du mit der Wasserbahn vorbeifährst. Ja, das stimmt. Genau. Hier sind Schilder. Ja, aber Pula. Die zeigen uns nicht, wo. Aber die zeigen uns ja nicht, in welche Richtung was ist. Nee, das stimmt. Okay, fangen wir mal hier vorne an. Hier war ein Eingang. Ja, oh, der ist auch echt schön. Cool, ne? Der ist richtig gut integriert. Na cool. Oh, warum denn nicht? Ah! Boah, ja, ist das cool! Damit müssen wir auf jeden Fall mitfahren. Das Ding gefällt mir richtig gut. Mir auch. Ich kann es nicht anklicken. Hier sind zu viele Objekte. Ah, jetzt hab ich's. Let's go! So. Das ist cool gemacht. Das wollte ich tatsächlich in Planko 1 auch schon immer machen, dieses Fahrgeschäft und dann irgendwas so bauen, ne? Weil sich das also, so gut anbietet. Das haben wir echt schon, also das wird echt oft ziemlich eingebaut, das Fahrgeschäft. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das schon mal so gut eingebunden gesehen habe. Irgendwie begeistert mich das gerade. Doch, wir hatten schon mal eine Parktour, also das ist auch klasse, ne? Und wir hatten schon mal eine Parktour gehabt, da war das so in diesem Diner. Ja, es gab ein paar, die wirklich gut waren, aber irgendwie habe ich halt so gar nicht damit gerechnet. Das ist so. Ja. Ja. Hat mich einfach überrascht, das Teil. Das stimmt. Sauerbraten. Ja. Salami. Lasagne. Die ganz normalen Pferdenamen. Und Roulade. Hattest du Hunger, als du es gebaut hast? Wahrscheinlich hatte er Hunger. Da sitzt das Cowgirl. So, super. Nee, echt cool. Das ist echt schön gemacht. Richtig gut. Ah, das muss ich, kannst du noch ein bisschen zurückgehen? Durch dieses Fenster da? Das okay. Wie gut. Ah, gut gesehen. Ich habe es im Augenwinkel gesehen, habe nicht erkannt, was es ist. Ja, aber wir werden wahrscheinlich sowieso wieder zurück. Dann hätten wir es bestimmt auch nochmal gesehen. Hier ist nochmal eine kleine Chill-Out-Area. Nochmal wieder einen schönen Blick hier auf die Bahn, ne? Mhm. Keine Kois. Deswegen läuft es auch. Richtig, richtig cool. Gefällt mir ja. Echt gut, der Bereich. Mhm. Wir hätten es auf jeden Fall gesehen, wenn wir zurückgegangen wären. Und hier die Q-Line ist echt stark dafür, ne? Ja, die habe ich nicht kommen sehen. Ne. Überhaupt nicht. Pferdeparkplatz. Pension Sonnenschein. Das ist halt alles sehr, sehr belebt, weil es auch alles so voll ist und so eng gebaut. Ja, echt cool. Die Eingang. Stadt lebt halt. Finde ich super. Ey, das sind echt schon coole Ideen dabei hier, ne? Ja, das stimmt. Echt cool. Ach du liebes bisschen. Okay. Sind das alles diese Kutschenteile? Nee, was hat die? Nee, das sind ganz viele Reifen und ganz viel von den Stahlteilen. Das sind Vintage. Alter Schwede, hier muss ich auf jeden Fall mal dunkel machen. Warte mal. Das blendet. Ja, da ist ein Prinzip die Disco vom Eingang, ne? Was meinst du, wie. Oh, jetzt komme ich nicht auf die Bahn drauf, ey. Das ist
wie krass das aussehen würde im, mit dem Licht vom zweiten Teil. Ja, das stimmt. Ich komme nicht drauf. Es ist einfach zu thematisiert, da kann man nicht anwenden. Unsere Kritik am Park ist einfach, dass hier zu viel Thematisierung ist. Ich geht nicht. Wo sind hier? Da. Ah. Planwagenrennen, schön. Die drehen sich sogar da oben. Oh ja. Sind aber wieder getriggert. Ja. Also da verlierst du, glaube ich, schnell die Orientierung, wenn du damit fährst. Ja. Jetzt geht die Plane runter. Das macht cool. Aber dann auch so richtig Sinn. Schön, schön. Hat was. Absolut. Wir laufen im Tag weiter. Ja, wir schauen am Ende von oben nochmal drauf. Genau, so ist es. Und so bleibt es. So, was Bier? Was? Ach so. Wasser. Wasser, das Schild ist abgefallen. Das ist cool. Bier gibt's auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, dass der Biershop der Laden ist, wo es Wasser gibt. Also das im Prinzip das Wasser von da ist halt Bier. Ah, zu 90% besteht Bier aus Wasser. In dem Bereich gibt es kein Wasser, hier gibt es nur Bier. Das ist gleichwertig hier. Das stimmt. Von da kam ich. Habe ich es eigentlich schon mal gesagt, dass ich die Landschaft hier richtig schön finde? Richtig schön, ne? Wir sind auch durch mit dem Westernbereich. Echt cool, der Bereich. Ich verstehe auch, warum du so lange dran gebaut hast. Warte mal. Wer haben wir das denn übersehen? Ja gut, wir sind... Wir sind darauf zugelaufen, aber wir haben es halt nicht gesehen. Nicht gesehen, gell? Ich habe es gerade eben von oben halt gesehen und dachte mir, was ist das denn? Das Schild haben wir total übersehen. Krass. Sehr gut. Was haben wir denn noch übersehen? Gucken wir mal von oben. Ja, es ist alles so verwinkelt, das bleibt ja nicht anders übrig, dass wir das nicht sehen. Es sind jetzt aber nichts Offensichtliches übersehen, abgesehen davon. Ja. Ja, die haben wir auch gar nicht erwähnt, ne? Aber ich finde die sind echt schön. Die sind echt cool. Das sieht man auch nicht so während der Fahrt, ne? Der ist einer, durch das du durchfährst, aber den Rest da unten überhaupt nicht. Einfach Lebkuchen-Tippi ist auch eine gute Idee. Ja. Ja, das, was die Teile halt herbringen, ne? Ja. Huch. Du musst erst auf die Idee kommen halt. Ja. Das mit dem Zug gefällt mir auch richtig gut. Das ist echt cool. Ja. Gut, das war der Westernbereich. Dann gehen wir mal weiter. Auch top der Bereich. Also alles bis jetzt ist echt super. Das hier sieht auch nicht schlechter aus. Nee. Kann ich nur noch nicht zuordnen. Auf jeden Fall kann man hier auf so einen kleinen Pier. Dann hat man hier einen schönen Blick auf die Achterbahn. Und es gibt eine Wasser... Nee, das ist die Achterbahn. Das ist die Wasserachterbahn. Das ist die Wasserachterbahn, genau. Gut, dann gehen wir mal in den nächsten Bereich. Ist das dieser mediterrane Bereich, von dem wir gesprochen haben? Ich glaube schon, mediterran, ne? Das kann gut sein, das sieht auf jeden Fall so ein bisschen aus. Mediterran. Hier ist so einiges los wieder, ne? Überall. Es sind noch zwei Achterbahnen in dem Bereich, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, und der hat hier tatsächlich Floßboote gebaut. Geil. Das ist ja cool. Die sind echt cool. Also Tretboote sind das, ne? Ja, genau. Also, ja, gab es nicht im Spiel, also baust du es selber. Finde ich gut. Ja, finde ich auch richtig, richtig gut. Gute Idee. Dann ging es hier nochmal eine Treppe auch, die ist sogar funktional. Das ist aber der Ausgang. Und hier steht... Platsch. Platsch. Sehr gut. Also Namen kannst du echt. Namen.
Namen sind Wahnsinn. Und Sprüche auch. Richtig gut. Mhm. Vielen Dank dafür. Ja, ich glaube, bei der Queue ist es, glaube ich, auch noch nicht so ganz fertig, ne? Nee. Grundgerüst steht. Ja. Guck mal, das sind die Boote aus Planko 1, ne? Und jetzt aus Planko 2, die Boote, die sind noch mal schöner, ne? Ich fand die auch schon schön hier. Die, ja, klar. Die waren auch schön. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal irgendwann in einer anderen Farbe als braun gesehen habe. Ja. Einfach ein sehr praktischer Achterbahntyp, weil es halt so Hybrid ist. Genau. Müsste jetzt nur noch losgehen, ne? Ja, das wäre auch praktisch. Ich guck mal rein. Ah, Station nicht blockieren. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, hier wird nichts getriggert. Dann passt das. Soll helfen. Aber tatsächlich erst die vierte Achterbahn, ne? Wie viele gibt's denn? Weiß ich nicht, hab's nicht geguckt. Ich meine, der Park ist ja noch nicht fertig, ne? Das kann ja sein, dass es jetzt hier die vier Bereiche gibt und hat irgendwie fünf Achterbahnen oder so. Das kann auch sein. Ich bin mal gespannt, Horizon. Ich meine, ich kenne das Spiel gar, also schon, ich kenne das Spiel, aber ich habe das Spiel noch nie gespielt, ne? Ich bin auf dem gleichen Stand wie du, glaube ich. Ja, also ich habe keine Ahnung, was man so in diesem Spiel erlebt, macht, tut. Achso, doch, das weiß ich. Ich habe es halt nur nicht gespielt. Ich kenne die Geschichte halt nicht. Ah, okay. Dann bist du ja so ein bisschen im Bilde, wenn wir da gleich hinkommen. Also ich weiß, worum es geht, sagen wir mal so. Aber ja ich habe es auch nicht gespielt. Leider, ich würde es gerne spielen. Du machst du. Was denn? Morgens? Morgens? Okay. Ja, stimmt. Ich könnte einfach jeden Tag ein paar Stunden vom Schlaf wegnehmen, ne? Ja, genau. Hat bestimmt gar keine Nebenwirkung. Absolut nicht. Absolut nicht. Guck mal, es scheint jetzt wieder ein bisschen familienfreundlicher zu sein, ne? Es ist irgendwie beides relativ viel vertreten hier. Das stimmt, aber ich finde das eigentlich ganz gut. Kann man ja auch mal machen, ne? Ja, das war jetzt auch positiv gemeint. Naja, ich weiß, man kann ja immer schön so zwei, drei Achterbahnen haben, wo ein bisschen Action drin ist. Und vier Achterbahnen, wo so ein bisschen familientauglich ist, ne? Ja, es ist ja halt hier, es ist wieder Hansapark, es parkt für jeden hier. Das stimmt. Hansapark ist eigentlich das beste Beispiel. Wobei der Hansapark ja eigentlich den rasenden Roland so als familienfreundlich hat und die wilde Maus, ne? Diese. Na, sag mal schnell. Warte. Crazy Mine? Crazy Mine? Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich meine, da hast du doch ganz viele von denen. Es gab ja auch diese Mini-Achterbahn, gab es ja auch noch. Und diese Wikinger-Kinderbahn gab es ja auch noch. Stimmt, die Mini-Achterbahn, ja, genau. Der Zar, oder der, wie hieß, ja, der, ne? Kleine, also, Zar, der kleine Zar. Stimmt. Ja, die haben schon viel für alle Größen. Stimmt, genau. Deswegen hatten wir ja gesagt, für alle Größen gibt es eine Achterbahn, ne? Hm? Ich finde, das ist ähnlich wie hier. Klein, mittel, groß. Ja. Finde ich sehr gut. Absolut. Mag ich sowas. Habe ich das jetzt eigentlich richtig gedeutet, dass da hinten dieses Riesenkonstrukt so ein riesiges, futuristisches Schiffsrad ist? Ich war mir nicht so ganz sicher, tatsächlich. Aber wir sind durch den Ausgang rein, oder? Der Blick hier ist aber cool, wenn du rauskommst. Ja, genau der. Nee, das hier meine ich. Ja. Auch eine schöne Fassade hier an dem Haus, ne? Schlicht und einfach. Das ist die hohe Kunst. Das musst du können. Genau. Einfach und schön. So. Ach, das ist das Riesenrad. Ah. Genau, das Riesenrad habe ich schon erkannt. Aber das... Ja, klar, ich auch. Ja. Dass das ein Schiffsrad sein sollte, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Also, ahoi, rate ich jetzt mal. Aber ja, nach dem Schild zu äußern, denke ich auch, dass das eher so eine riesige Q-Line, ey. Für so ein Riesenrad, ne? Ach, ist das, nee, das ist die Achterbahn. Ah, okay, das macht schon mehr Sinn. Das macht mehr Sinn, das stimmt. Achso, dieser Test, dann kann ich ja auch. Ich dachte bei entschieden, dass es eine Maus ist, aber das finde ich noch besser. Der Bartipp kann ein bisschen mehr machen. Das stimmt. Starten wir mal hier. Guck mal, jetzt geht's hier rucki zucki. Schlag auf Schlag, die nächste Achterbahn. Oh, wir werden hochgeschossen. Ein Launch nach oben. Okay. Kenne ich nur aus dem Disneyland. Ist mittlerweile ja auch nicht mehr unmöglich, diese Art von Launches, ne? Guck dir mal Voltron an. Da sind Launches und Bremsen an den unmöglichsten Stellen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber die ist ganz schön oft defekt, ne? Habe ich jetzt gelesen, ne? Ja, habe ich jetzt auch schon häufiger gehört, Blue, ja. Fire steckt jetzt auch wieder fest. Also, die haben im Europapark tatsächlich viele, viele Problemchen manchmal, ne? Ja, das stimmt. Das kommt auch ein bisschen häufiger vor als bei anderen Parks. Das, ja, stimmt. Ja. Oder ich krieg's einfach nur bei dem Park vorgeschlagen, dass ich das nur da mitkriege. Das kann natürlich auch sein. Ist halt ein Mack-Produkt, ne? Nein, ja, nein, alles gut, alles gut. Soll jetzt kein Shitstorm oder sowas sein. Alles gut. Mack-Produkte sind fantastisch. Also. Ich finde den Europa-Park auch an sich eigentlich super. Ja, ich finde, er ist nicht perfekt, das war sein Problemchen, aber der Park selber ist super gut. Das habe ich auch gar nicht damit sagen wollen. Ich habe nur gesagt, dass es ein häufiger. Also guck mal, letztes Jahr die zwei Brände. Oder ja, das war sehr bitter. Oder dieses Jahr dann die ganzen Defekte mit Voltron und jetzt blieb Blue Fire, ich glaube, schon das zweite Mal stecken oder was. Dann gab es mal einen Knall bei dem LSM-Launch, ne? Ja, ich meine, du siehst auch so ein bisschen dran, wie sehr reguliert und sicher diese Sachen eigentlich sind. Ne? Dadurch, dass wir jetzt so, dass uns das so mega unsicher und furchtbar klingt, dass in dem Park hier, weiß ich nicht, zweimal im Jahr irgendwo ein Knall ist oder irgendwas stecken bleibt oder so. Hm. Ja, schon. Eigentlich ist es ja nichts, aber wir sind es halt gewöhnt, dass so alles perfekt läuft. Ja. Aber es war eine coole Fahrt. Ey. War sehr geschmeidig. Geschmeidig. Richtig cool, aber ist ja, du hast recht, das ist ein Kompass, ist das, ne? Ja, genau, das habe ich genauso gesagt. Vielleicht ist es auch ein Sextant. Glaube ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich hier Nordwest und Südost, hatte ich auch gekennzeichnet. Da sieht man ein bisschen nicht. Ja, ist auch sehr gut. Vielleicht hilft uns ja der Name von dem Riesenrad, um zu verstehen, was das hier ist. Nochmal. Radius 10. Ne, ich glaube, das hilft tatsächlich nicht. Es ist auf jeden Fall ein Riesenrad. Es wird auch irgendwas mit diesem Setting hier zu tun haben. In einem Kompass. Jo. Was aber auch ein Schiffsrad sein kann. Vielleicht ist ja auch das der Clou, dass es einfach alles sein könnte. Das kann auch sein, dass das vielleicht der Clou ist. Wir wissen es nicht. Kommentare, die können uns alle weiterhelfen. Ja, das stimmt. So, das wird wahrscheinlich auch der kleinste Bereich sein, ha? Ja, wir sind jetzt schon sehr auf denselben Weg gelaufen. Ja, oder war jetzt sehr, genau, viel dran? Genau. So, hier wollte ich nochmal kurz hin. Ich weiß, da war auch rechts was, aber wir gehen erstmal hier hin. Kaffee, Wasser, Burger und Fritten. Hier ist tatsächlich kein Spruch dabei. Darf man auch einfach mal ganz normale Sachen essen hier? Ja. Richtig cool, ne? Schöne Sicht hier auf die ganze Achterbahn mit dem Leuchtturm. Ja. Du bist auch direkt bei der Splashdown von der Wasserbahn, ne? Mhm. Genau. Oft vorbei. Ich wollte gerade sagen. Hatten wir es nicht gerade irgendwie? Okay. Wie viele Wagen fahren denn da? Das ist krass. Ja, okay, also da muss er nicht lang warten. Nee. Lustig. Lustig. Nee, schön. Was haben wir denn da oben? Das sieht aus, als wäre es eine Arbeit. Das sieht nach Arbeit aus. Wir haben auf jeden Fall einen Sessellift da oben. Oder auch nicht. Oh, okay. Das sieht nach Horizon aus, ja. Okay. Okay, das war dann dieser Bereich. Ach, guck mal, ich habe es gar nicht gesehen, dass es ein Haimaul ist.
Hast du das nicht gesehen? Nein. Ja, ist ein Heilmaul. Oh Mann, ey, das sind manchmal... Der Bereich ist aber echt recht klein, ne? Ja, aber schön. Ist viel drin. Schön, mir gefällt der Bereich wirklich sehr gut. Ja, also ich finde alle Bereiche echt gut, was wir hin. Was steht da? Fresschen. Fresschen präsentiert von? Benutzername. Und Badge? Ach, da. Ach, das ist rechts. Ach, das ist jetzt hier die Fressmeile mit den schiefen Häusern. Ach so, ja, das kann sein. Ach, guck mal, da ist auch das Schild vom Turm. Okay. Ja, okay. Ja, haben wir es gefunden. Genau, erstellt von Badge. Rapunzel Kingdom hieß der Park. Ja. Genau. YouTube, Badge Gaming and More, Benutzername. Created gut. By Benutzername. Benutzername. Just a momento. Just Ribbon. The Levinked. Milkshake, Ice Cream. Churreria. Burrito. Churros. Wahrscheinlich Churros, ja. Also auch schön, hier so in einem Halbkreis. Mhm. Oh, cool. Richtig cool. Ja, das ist die YouTube-Ecke hier. Das ist die YouTube-Ecke, genau. Das sind so Shops integriert in den Dingen. Das wusste ich auch nicht. Das ist cool. Ja. Fee. Ah, der Turm ist schon schön, ne? Mhm. Was ich jetzt aber ein bisschen vermisse, ist diese... Toiletten? Nee, die verwinkelten Häuser hier, die du in alle Richtungen drehen kannst. Aber wie du schon sagst, das könnte natürlich das hier sein. Es könnten auch die am Eingang sein, ne? Aber das kann man halt nicht um alle Achsen drehen. Am Eingang? Also draußen die. Rechts. Und die sind aber auch mit normalen Wänden gebaut, ne? Ich weiß gerade nicht, wo du meinst. Die Häuser, auf die du gerade drauf guckst. Ach so, die. Nee, die nicht. Die nicht. Nee, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Welche verwinkelten Häuser hier das sind. Oder das sind hier einzelne. Da hast du doch ein Objekt, das ist ja eben schon mal gedreht. Ja, stimmt. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn es das ist, dann kann sich es nicht um 360 Grad drehen. Könntest du einfach gerne die Kommentare aufklären. Genau. Und wir haben diese Ecke auf jeden Fall Gott sei Dank noch gefunden. Ja, das stimmt. Und ja. Haben wir somit auch gezeigt. Da war ja, wurde ja drauf gebeten. Aber wir sind auch nach rechts gegangen halt, ne? Aber wir gucken uns ja immer alles an. Wir sind so schlimm und schrecklich. Manchmal schon, ja. Wir gucken uns das alles an. Deswegen dauern unsere Videos aber immer 80 Stunden. Ja, das, man könnte mit so viel weniger Zeit so viel mehr Videos produzieren. Aber dann wären sie halt nicht so schön. Gott, wie cool so sind Detail. Die Dinger. Oh, die sind gut nachgebaut. Weißt du, wie die aussehen im Spiel? Nein. Ich kenne das Spiel nicht. Ich weiß nur, dass es das Spiel gibt. Also im Prinzip geht es darum, dass es halt postapokalyptisch die Welt und die Dinosaurier zurückkommen. Aber alle Dinosaurier sind Maschinen. Also das hier ist ein Velociraptor als Maschine. Okay. Was sind das für Teile? Das sind wahrscheinlich die ganzen Autoteile und die Ghostbuster-Teile und so. Ach du Kacke, ja. Ach, und ganz viel Kabel und so, ja. Krass. Das sieht richtig cool aus. Also bis darauf ist der Kopf ein bisschen zu groß, sind die auch super akkurat. Aber das kann er halt nicht ändern. Die sind schon echt gut gebaut. Wow. Okay, hier geht's um Dinosaurier, Roboter-Dinosaurier. Ja genau, postapokalyptische Welt und alles ist voller Roboter-Dinosaurier. Und gegen die kämpft man halt im Spiel. Ah, okay. Und das ist halt das Logo von dem Spiel selber. Interessant. Aber hier ist aber auch richtig was vorgehabt, der Bereich ist ja riesig. Ja, ja. Das ist mega groß. Auch ein cooler Eingang. Ja, da kann ich jetzt natürlich auch nichts zu sagen. Viel mehr als das, was ich gerade gesagt habe, weiß ich über das Spiel leider auch nicht. Alles gut. Ich weiß, dass die Hauptfigur Aloy heißt. Das weiß ich noch. Okay. Das erinnert mich so ein bisschen an Zelda, Breath of the Wild. Es hat so ein bisschen was Magisches, ne? Ja.
richtig cool. Der Bereich ist natürlich auch noch nicht fertig, er ist ja komplett im Bau noch. Aber man sieht ja, wo es hingehen sollte. Der ist bekannt, ne? Ja, der ist auch sehr praktisch gewesen. Ja. Aber jetzt haben wir ja Statuen. Ja, stimmt. Statuen sind jetzt auch davon mehrere. Okay, hier sind so Felsen in den Boden. Das ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Das ist schön. Was sind die Fressmeilen? Ich glaube, dieses Tempel und... Was kann der denn? 30 Sekunden. Oh! Okay. Ja, warum denn nicht, ne? Waren das jetzt 30 Sekunden? Bestimmt nicht. Ich meine, das sind ja nur nicht so viele Sachen verknüpft. Das müsste eigentlich das gewesen sein. Das sind nur die, ja. Ja, wenn du die jetzt halt alle paar Stunden oder Minuten oder so triggern lässt, dann ist das eigentlich ein ganz cooler Effekt. Das stimmt, ja. So wie jetzt. Das ist cool, ja. Ui. Das ist aber auch ein Blick da hoch. Alter. Ja, sehr cool. Das ist hier der Eingang. Richtig cooler Bereich. Gefällt ganz viel schon. Kleinzeug, das finde ich super. Ja, das stimmt. Da haben wir hier die riesige Frisbee. Das ist schon cool gemacht. Und dann natürlich überall den Abgrund drüber, ne? Ja. Dass es auch möglichst tief ist. Du drehst es halt immer so, dass wir den Abgrund nicht sehen. Alter Schwede. Das ist echt tief. Da hätte ich Angst. Ich glaube auch, ja. Es gibt doch irgendwo so einen Freizeitpark auf einem Hochhaus drauf. Ja, in Amerika ist das, ja. Gibt auch so eine Schaukel, die geht auch so im Abgrund. Bestimmt nicht ohne. Ja. Ach du Gott, oh Gott, oh Gott. Wahnsinn. Auch hier dieser Vogel, richtig cool gemacht. Ich glaube, also das ist echt nicht einfach, die anständig zu bauen. Die sehen echt cool aus. Das sieht nicht nach vielen Teilen aus, ne? Das sind halt diese Space-Teile. Das sind halt super praktisch für irgendwie alles. Ach, es sind auch tatsächlich alles Einzelteile. Das sind alles Einzelteile, das ist kein Gesamtsobjekt. Können wir mal gucken. Würden sich auch anbieten als Blueprint. Absolut. Ah, hier geht das noch mit dem Ziehen, stimmt. Geht ja bei Blanco 2 nicht. 164 geht doch voll klar. Ist echt nicht so viel. Ja, das ist halt der sehr ist super geil. Warum ist der nicht im Workshop? Auch hier die Dinger. Da hast du voll die Sterne gekriegt, ich sag's dir. Grundsätzlich, wenn ihr irgendwer von euch einen Park baut, könnt einfach alle Einzelteile, die ihr ständig benutzt, wie Lampen und sowas, hier einfach alles in den Workshop stellen. Das sind alles super Einzelteile. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Immer rein damit. Den Workshop zu spammen. Spam. Voll spammen. So, wo gehen wir denn hier hoch? Ich bin ein bisschen lost tatsächlich. Hier ist nochmal eine Fressmeile. Naja, so wirklich verlaufen kannst du ja nicht. Es gibt so viel hier, gibt es ja gerade nicht. Nee, das nicht. Das stimmt. Und hier laufen wir alles im Kreis. Okay. Also hier ist tatsächlich cool. Die Fressmeile. Huh? Ja, die sind echt cool. Ich meine die anderen, das sind die aus dem Spiel. Die? Ja. Stimmt, die waren aus dem Spiel. Jetzt wo ich sehe, ja. Das sind ein paar Teile, cool. Wo ich nicht gedacht hätte, dass man daraus eine Bank machen kann. Ja, brauchst halt eine Wand für, ne? Ja, gut, das stimmt. Ist ja meistens. Hier so. War nochmal. Hier habe ich doch da. Da war nochmal. Ach so, okay. Hä? Nee, okay, nicht. Kannst du mal auf Bearbeiten drücken, dann müsstest du das auch auswählen können. Jetzt. 11 Objekte. Da. Flackern die Lampen dann?
Keine Ahnung. Ich verändere auf jeden Fall die Farbe. Ah, okay. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt von dem, was da hinten im Hintergrund da hinten passiert. Da? Ja. Ja. Was ist hier los, ey? Was ist hier in diesem Park los? Das ist so krass. Ich habe das Gefühl, wir haben hier noch gar nichts gesehen, ey. Das ist ja unfassbar. Der Park hört einfach nicht mehr auf. Der hört nicht auf. Das ist unfassbar. Ey, wir sind ja auch schon fast anderthalb Stunden hier drin. Krass. Ich dachte, das wird ein kleiner Park heute. Habe ich auch gedacht. Aber dass er dann doch so groß ist, ich weiß nicht. Ist hier ein Eingang? Es hat sehr viele Details. Sehr, sehr viel, ja. Ich will mal mit der Achterbahn fahren. Ich weiß aber nicht, wo der Eingang ist. Ja, laufen wir einfach ein paar Wege lang. Irgendwann werden wir schon irgendwo ankommen. Oh, cool. Ja. Das ist auch cool. Ach, das ist ein Topspin. Ach, den hätten wir von vorne sehen können. Da standen wir eben vor. Nee. Doch, wir standen vor diesen Vorhängen, aber wir sind nicht weitergegangen. Ach so, ja, okay, alles klar. Der ist nochmal schön integriert. Ja, der ist echt cool. Der ist richtig cool. Direkt daneben ist dann der Weg zur Warteschlange gewesen. Also vermute ich jetzt einfach mal. Der also, hier? Wo wir gerade langgelaufen sind, meine ich. Achso. Das kann natürlich sein, werden wir herausfinden. Nee, hier unten ist noch ein Platz, okay. Nee, hier unten ist nochmal ein Platz, genau. Ah, da steht ein Schild. Horizon Fall. Fall. Ich denke mal, das wird die Achterbahn sein. Wir gucken uns trotzdem noch ein bisschen. Ja, das Schild ist so fancy, das ist bestimmt was Besonderes. Da stehen welche an. Das ist dann der Eingang dazu. Da muss man dann hier hoch. Und dann geht man da wieder runter. Okay. Ja, okay, okay. Das ist der Ausgang für irgendwas hier drin. Und der Eingang hier ist. Ja, was auch immer da drin ist. Das sieht auf jeden Fall richtig cool von außen aus. Ja. Da ist der Eingang. Ach, das Ding. Okay, das ist. Liebe Grüße geht an den Hansapark. Gott. Die Abfertigung bei dem Teil war echt grausam. Du meinst das Ding im Walibi, meinst du, oder was? Ach, Walibi. Ja, oh, Walibi. Entschuldigung. Am Hansapark bist du doch das Ding hier gefahren. Da bist du alleine gefahren. Genau. Da bin ich alleine gefahren. Das war, habe ich auch kurz gemietet für 5 Minuten. Ja, alles für dich. Damit ich ganz alleine fahren kann. Aber das ist richtig geil von außen. Ist von oben schon echt cool. Boah, das ist Wahnsinn. Es ist halt ein Kolosseum, so, ne? Ja. Das sind so Laser, die hier in die Mitte. Ne, es sind Seile. Seile, ja. Geil. Richtig cool. Das gefällt mir richtig gut. Ich will es eigentlich gar nicht sagen, aber ich vermute nicht, dass die Achterbahn so cool sein wird. Also sie sah so aus, als wäre sie recht langsam, ne? An so ein paar Stellen. Vielleicht war da auch was Geschichtmäßiges oder Dark Ride-mäßiges geplant. Ja, kann auch sein. Guck dir das Ding an hier. Achso, ja, das ist auch cool. Ich fand dieses Konstrukt von den Seilen davor tatsächlich ein bisschen spannender. Ich weiß gar nicht warum. Ich finde, das hat einfach sehr gut gepasst mit den Vorhängen, dass das so genau ineinander übergeht. Ja, das stimmt, ja. Ja. Es sind 2 Achterbahnen? Das sind 2 Achterbahnen. Okay. Ja, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Auf jeden Fall ist das hier alles noch gar nicht fertig. Ja, hat er ja gesagt, Salz am Bau. Ja, oder war im Bau zumindest, ne? Genau. So, dann holen wir uns den doch mal zurück. Was der Achterbahntyp angeht, bist du ja der Experte. Weil ich einen davon gebaut habe. Ja. Okay. Einen richtig dann schön. Dann bin ich wohl der Experte, aber ich kann nichts hierzu sagen, weil meiner nicht so gestartet ist wie der hier. Wobei, stimmt gar nicht, ich kann sagen, dass ich es sehr cool finde, was da gerade passiert. Gut, ist das auch noch gar nicht fertig, ne? Ja.
glaube, das könnte sehr cool werden. Absolut. Und da jetzt noch mehr von dieser Thematisierung runter hast. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von Blanco 2 so ein bisschen verwöhnt bin oder ob man hier noch ein bisschen smoothen könnte. Das ist bestimmt noch nicht fertig. Ja, das sowieso. Ja, wir bekommen jetzt auch zwei, bei Planco 2, beim nächsten Update bekommen wir jetzt auch die, den zweiten, sag schnell. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Noch Ein- und Ausstieg, Bahnhof. Wir können jetzt den Bahnhof an zwei Stellen positionieren. Stimmt, das ist auch noch eine von diesen tollen Änderungen, ja. Boah, das wird so gut. Das frag mich immer, so wenn ich so halbfertige Sachen sehe wie das hier, ob das so einfach drauf losgebaut ist, ob da ein Plan vorher ist. Weil das sieht ja irgendwie so aus, hätte das Layout irgendwie einen Sinn, dass es genau da lang geht. Ich denke auch, dass es Sinn hat. Auf jeden Fall geht es da unten auch noch irgendwie weiter. Das sind so Fressshops. Das ist einfach ein eigener Park hier, die Ecke. Das ist ja genauso groß wie der gesamte andere Park. Ja, absolut. Auf jeden Fall ist hier der Eingang für noch was. Das wird dann das Ding hier sein. Ja. Okay, dann ist hier der Ausgang. Und dann kommt man von hier nirgendwo mehr hin, oder? Doch, warte mal. Das ist der Ausgang. Ach, das war der Ausgang davon, okay. Dann müssen wir hier wieder runter. Ja. Dann müssen wir hier wieder runter und dann geht's hier noch einen Weg lang. Ah, okay, aber das ist eine Aussichts... oder? Nee, das sind Wege. Das sind Wege. Überall hier der Robin Hood. Boah, schön. Das ist schon schön, schön, schön. Das kann schon richtig monumental werden. Ja. Also, bau ruhig mal weiter. Also, ich würde das gerne mal final sehen. Ja, ja. Das hat schon richtig Potenzial, der Park. Das ist richtig cool. Den Dino gucken wir uns auf jeden Fall noch an, aber zuerst will ich die andere Achterbahn gefahren haben. Ja, die ist doch bestimmt weiter unten, oder? Ich habe nur keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ja, das ist mein Problem. Kann ich dir auch nicht sagen. Den Weg habe ich auch noch nicht gefunden. So, wir sind hier. Vielleicht auf der anderen Seite von der Brücke. Da kommen wir nur hier hoch. Auf der anderen Seite von der Brücke. Links von dir. Ach. Ja gut, ich meine, ja, da geht's hoch und nicht runter. Aber es ist ja zumindest auch was Neues. Ja, aber hier ist auch ein Weg. Und da geht's auch runter. Ja, sicher? Ja, das sind nur Wege. Ne, ist kein Weg. Das ist nur ein... Ach so, okay. Da kannst du nochmal alles anschauen. Wahnsinn. Ich glaube auch nur mit der Seilbahn nach unten. Ich sehe nämlich auch so keinen richtigen Weg darunter. Das stimmt. Okay. Na, jetzt sind wir erstmal oben. Genau. Auch cool mit den Diamanten hier. Das ist ein Longhead hier links neben dir. Den kennst du vielleicht sogar auch. Longhead. Du hast doch dieses eine Lego-Set dir holen wollen von dem Spiel. Von dem Spiel? Hm. Echt? Ich kann dir gleich mal ein Bild zeigen, ja. Von dem Spiel wollte ich mir ein Lego-Set holen? Ich meine schon. Okay. Die Statuen sind so cool, ne? Das sind die coolsten Statuen, die es überhaupt gibt. Ich habe die jetzt echt noch nie gesehen, aber ich finde die auch echt geil. Doch, die sind richtig cool. Ja, ich kenne mich mit Team TKs nicht so gut aus. Naja, aber die sind mir noch im Kopf geblieben, hier, die Dinger. Die ich habe andere im Kopf Ming, gehabt. Ming-Statue, genau. Richtig, richtig cool. Och, hier, das ist doch mal Wahnsinn. Guck mal, das ist selber gemacht. Das ist echt krass. Das ist ein Elefant, der Wasser in den Brunnen schießt. Das ist mal ein sehr spannender Brunnen. Geil. Das ist cool. Und hier haben wir auch nochmal eine Figur. Cool. Ach, richtig, richtig stark, ne? Es ist schade, dass du die Lust verloren hast manchmal. Und nicht hier dran. Aber bei so vielen Sachen kann ich das vollkommen nachvollziehen.
es geht, das passiert halt sehr schnell, wenn man irgendwas richtig Großes oder super Detailliertes bauen will. Irgendwas, das viel Zeit frisst und am Ende halt Anführungszeichen nur ein Park ist dann. Alter Schwede. Das ist dann die andere Achterbahn. Dann fängt die hier oben an. Alter Schwede. Ist da irgendwas drin? Nee. Das sieht auf jeden Fall aus wie ein Ort, der im Spiel sehr wichtig ist. Ich vermute auch so irgendwie der Rückzugsort oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir mal Pause. Natürlich, wie immer. Expedition Horizon ist wahrscheinlich ja einmal durch den ganzen Bereich durch, denke ich mal. Oh, passt ja auch ganz gut, gell? Station nicht blockieren, nicht vergessen. Das müsst ihr immer machen. Sonst läuft das hier nicht flüssig. Jetzt müssen die leider wieder aussteigen und neue einsteigen. Oh, okay, damit habe ich das nicht gerechnet. Cool. Nee, ich auch nicht. Ach, guck mal, die tanzen Macarena. Ja, stimmt. Das ist gut. Ach, okay. Siehst du, wir haben retten. Tschüss. Und jetzt fahren wir rückwärts. Nee, hast du es gerade gesehen durch die Wand? Da war ein Techniker. Gerade eine Bahn repariert. Nee, habe ich nicht geguckt. Ich hatte auf den Monitor neben mir gerade geguckt. Ja, da hat so die kleine Box vom Techniker durch die Wand durchgeglitscht. Ah, okay. Das heißt, wir haben gerade eine Wartung hinter uns. Dann springen wir mal vor. Ja, die Tür würde aufgehen normalerweise. Ja, ja, haben wir ja gesehen. Ja. Okay. Zu ihrer Linken sehen sie. Ja. Wirklich so ein, man erkundet den Bereich. Die Schlangen habe ich gar nicht gesehen vorhin. Hier ist so viel in dem Bereich. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, da überall dann die Stützen runterzukriegen unter die Bahn, wenn du über die ganzen Wege drüber gehst. Ja. Was für ein riesiges Loch das ist. Ja, und was für eine riesige Bahn das sein wird. Ja, die wird bestimmt ein bisschen groß sein. Das ist unsere Abschlussachterbahn. Stimmt, wahrscheinlich. Scheinbar doch keine einfache Expedition. Kann wohl doch nicht jeder mitfahren hier. Wird schwierig. Aber die ist auch echt groß. Ja. Bild. Mhm. Ich glaube, auf der Fahrt gäbe es ziemlich viele coole Aussichten, wenn da halt überall was steht. Das stimmt, ja. So ein paar kleine Details hier drin, ne? Ja, man kann nur erahnen, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Ja. Aber wenn ich mir das kleine cool. Stück. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wenn ich mir das kleine Stück da angucke, kann das schon gut werden, ne? Ja, wenn ich mir es anschaue, dann denke ich mir auch die ganze Zeit, wenn ich das Spiel gespielt hätte, würde ich wahrscheinlich sehr viel wiedererkennen. Okay, ja, das stimmt, ja. Es sind so viele Sachen, die irgendwie nach Orten aus dem Spiel aussehen. Aber ich weiß natürlich nicht, ob es wirklich die Orte aus dem Spiel sind. Mhm. Das ist eine Blockbremse hier? Ich hab keine Ahnung. Eine sehr interessante Art und Weise, wieder hochzukommen. Ich finde aber, das macht total Sinn. Jetzt brauchst du Ewigkeiten, bis du da oben bist. Ja, so also kommst du auf jeden Fall gut wieder hoch, das stimmt schon. Ach du, wir kommen da nochmal irgendwo rein. Okay. Das ist ja cool. Okay, das war nice. Ja, das ist echt cool. Fällt mir echt cool. Das war's. Das war Expedition Horizon. Das macht ja auch Sinn dann mit dem Namen, ne? Ja, es ist halt eine Expedition. Genau.
Guck mal, wie groß richtig, dieser Bereich ist. Richtig cool, ja. Hier mit den ganzen Wasserfällen. Hier nochmal ein Loch. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass uns das Loch dahin führt. Nee. Hier ist ein Trigger dran. Ach, es ändert die Farbe. Ah. Cool. Das glaube ich auch so ein Ding in dem Spiel, ne? Dass die Roboter erst freundlich sind und irgendwie dann diese blauen Lappen haben. Ich bin komplett auf den falschen Knopf gekommen. Was hast du gemacht? Ja, Blueprint geklickt. So. Wunsch, ja, ne? Thema, das wäre auch ein guter Blueprint hier. Ja. Das wechselt sich die Farben. Richtig cool. Ich finde das so krass, diesen ganzen Bereich habe ich, während wir den Rest vom Park uns angeschaut haben, habe ich den nicht gesehen. Und dann kam auf einmal aus dem Nichts dieser riesige noch Bereich dazu. Ja. Jetzt schauen wir uns das Ganze natürlich auch noch im Dunkeln an, aber der Rick... Ach, guck mal, hier. Das sind die ganzen Statuen. Ach du Kacke, okay, die kenne ich auch nicht alle. Okay. Alter. Einfach alle Statuen runtergeladen, die es gibt. Ich hab sie jetzt cool, alle. Boy. Ich hab sie jetzt alle. Ja, brauchst du jetzt irgendwas mit den Statuen? Der bewegt sich sogar. Ah. Ach, krass. Gargoyle. Was für coole Statuen. Wie gesagt, die kannte ich ja schon. Und die eine oder andere hier, diese Engelsstatuen, die kennt man ja auch. Ja, ja. Aber hier, die kannte ich jetzt gar nicht. Ich kenne tatsächlich einige von denen nicht. Den kannte ich jetzt auch nicht. Es sei denn, ich habe den mal gesehen. Aber den kenne ich nicht, außer ich kenne ihn. Außer ich habe den mal gesehen auf irgendeinem Parktour. Den Löwen auf jeden Fall, den kenne ich auch. Mhm. Den kennt man. Den Kopf hier auch. Der sieht richtig krass aus, ne, der Kopf. Schon. Richtig. Es ist schon krass, was Leute mit den Team TK Sachen gemacht haben. Ja, ja, ja. Ich bin gespannt, was bei Placo 2 so kommt, wenn das mal. Ich bin gespannt, was hinten rechts auf diesem Berg steht. Genau, da wollten wir ja mal gucken. Ach, ist einfach nur so ein Platzhalter. Das ist die Schlange. Das ist diese Schlange, ja. Ah, okay, dann gehen die Flammen an. Und da bewegt sich eine Schlange. Die Schlange hat eine Schlange im Mund. Richtig cool. Und ja. Die stehen nämlich hier. Die habe ich gar nicht gesehen. Sind mir gar nicht aufgefallen vorhin. Da. Nee, ich habe sie auch nicht gesehen tatsächlich. Und da sind auch die Trigger. Ich war so ein bisschen überwältigt von dem, als du hochgeguckt hast. Ja, genau. Von dem Vogel. Genau. Das ist schon cool. Der ganze Bereich ist richtig cool. Mhm. Jo, Fazit her, also wenn du Lust und Laune hast, bitte mach weiter, gell? Also... Also wir sind, glaube ich, ziemlich der Meinung, dass dieser Park viel Potenzial hat. Sehr viel Potenzial. Der wird natürlich. Was war denn jetzt eigentlich da unten? Wo? Unten war auch dieser Weg, wo wir nicht hingekommen sind. Ach so, der war ja auch noch. Ach Gott. Oh Gott. Ja, hier. Das hier. Das war's. Dann kommst du wirklich nur über die Seilbahn da runter. So sieht's aus, ja. Aber man fährt auch hier durch, okay. Ich muss nochmal einen Tag machen. Wahrscheinlich ein Dorf werden oder sowas. So ein Außenposten oder so. Ja, wahrscheinlich. Aber auch mit einer Fressmeile. Guck mal, das ist auch so sehr in Arbeit, dass er nicht mehr einen Namen hat. Ja. Ach, da ist ein Freefall Tower drin. Da ist noch ein Freefall Tower. Geil. Okay. Also eine Attraktion gibt es dann hier auch. Ja, irgendwie müssen die Leute hier hin. Das sind zwei. Das sind zwei. Okay. Hier noch eine Hängebrücke mit der Achterbahn. Das sind zwei Türme, ja. Ja, ich würde das Ganze schon gern fertig sehen. Ja, ich auch. Ich auch. Warte mal.
Die kennen wir. Die Fenster kennen wir. Ja, die habe ich schon mal gesehen. Richtig, richtig genialer, großer Park. Großer Park. Oh, der, ja, wird, ja. Der wird auch für manche nicht. Das sind super viele Team TK-Teile hier drin, ne? Das stimmt. Ich meine, das ist einfach das, alles, was das Spiel zu bieten hat, ausgenutzt. Ich kann ja mal gucken, weil ich habe ja eigentlich alles gelöscht gehabt, bevor ich Blanco 2 installiert habe. Habe ich ja alle Team TK-Teile gelöscht. Und wenn ich jetzt, wie ging das nochmal? Ich gehe mal gerade hier gucken. Ich weiß, ihr könnt das jetzt nicht sehen. Abonnierte Inhalte 529. Boah, das sind echt einige. Das sind 509. Ich habe tatsächlich nur die Team TK-Teile von dem Park jetzt, ne? Ich habe sonst keine. Ich habe alle Team TK-Teile gelöscht. Ja, das erklärt auch, warum das Laden so ein bisschen gedauert hat. Ja, das hat Ewigkeiten gedauert. 529 Team TK-Teile. Also, wenn der mal vollgebaut ist, wird es schwierig. Es sind halt einfach zwei Parks, die wir hier sehen, ne? Ja, das stimmt. Einmal der und einmal da. Ich meine, der so. Horizon Park Bereich sieht ja eigentlich auch irgendwie thematisch passt der gar nicht so richtig zum anderen Rest. Ja, das stimmt. Das sind halt wirklich irgendwie zwei separate Parks schon fast. Aber sind beide cool, ich weiß nicht. Ist aber auch wie Disneyland, ne? Ja, es ist ja im Prinzip gibt, schon. Gibt Disneyland, gibt Studios. Ja, ihr müsst eigentlich noch einen separaten Eingang für machen. Du kannst extra Eintritt verlangen. Ja, und die Wand da hinten ist auch so beleuchtet. Mhm. Also auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn du hier weitermachen würdest. Aber allerdings kann ich es auch verstehen, wenn du keinen Bock mehr hast. Wegen Planet Coaster 2. Ja. Aber ja. Dann würde ich vielleicht einfach die Sachen fertig machen, die halt noch offen sind. Gut, Horizon halt, ne? Ja, ist auch gar nicht so wenig, ne? Nee, das stimmt. Also, es wäre schön um den Park, ne? Dann wäre es, also, weil der ist, glaube ich, echt schön, wenn der fertig ist. Ja. Aber ja. Ich meine, ich glaube, jeder kann nachvollziehen, wenn man jetzt einfach keine Lust mehr darauf hat, nach so einer langen Zeit, noch wenn ein neues Spiel jetzt rausgekommen ist. Ja, ja. Deswegen sind wir auch froh, dass wir noch Bella Italia fertig gekriegt haben. Das war echt Glück, ja. Ja, also nochmal, also wenn Planet Coaster 2 rausgekommen wäre, ich glaube nicht, dass wir hier die Bella Italia noch irgendwie fertig gemacht hätten. Da hätten wir einfach nur noch gesagt, hier, scheiß drauf. Ich finde es ganz gut, dass wir das nächste Projekt, was nach Bella Italia kommen sollte, noch nicht angefangen hatten. Das können wir jetzt im zweiten Teil anfangen. Das können wir jetzt im zweiten Teil anfangen. Und was das genau wird, erfahrt ihr nur auf unserem Kanal. Richtig. Das kriegt ihr auch nicht im Discord mit. Nein, nein, nein. Nur auf unserem Kanal. Nee, wir werden es genauso wie Bella Italia machen. Speedbuilder. Hier war ich noch gar nicht. Nein, das war die Achterbahn mit dem ersten Achterbahn, die wird fahren darf, die wir noch nicht gefahren sind. Oh Mann. Wie gut ist das denn? Wir haben doch sogar aus dieser Warteschlange rausgeguckt und du hast dieses Schild auch noch gelesen. Ja, und dann haben wir es voll vergessen. Und ich guck von oben, dachte mir so, hier so bei diesem Turm und so, und dann sehe ich hier so die Achterbahn. Hä? Und dann wollte ich hier runter. Dann ist mir das erst aufgefallen mit dem. Okay, kann ich mal wir sagen, haben. Ja. Ich finde, dass diese Überdachung, die da gerade war, sehr cool gemacht war. Die blaue an der rechten Seite von diesem. Ja, dieses runde Dach, das blaue runde Dach da. Das ist aus Hüten gebaut. Ach so, das da. Ja, ja, ja. Okay. Eine coole genau, Idee. Genau. Deswegen bin ich auch hier runter und habe mir gedacht, oh, was ist das denn? Cool. Und dann habe ich das da gelesen und dachte mir, ach, du ahnst es nicht. Das haben wir total vergessen. Da war ja was. Ja, ja. Aber das ist echt cool, ja. Du kannst dieses Spiel wirklich aus allem irgendwas bauen, ne? Du musst nur kreativ genug sein. Das stimmt. Du kannst aus allem wirklich. Also, das Spiel braucht tatsächlich nur ein Thema mit ganz, ganz vielen Teilen. Und dann kannst du dir eigentlich alles selber bauen. Ja. Drache, die erste Achterbahn deines Lebens. Und die letzte dieser Parktour. Und die vielleicht. Letzte. Vielleicht haben wir noch ein paar Reiche übersehen. Wer weiß das schon. Ja. Aber schön, schöne Q-Line. Oh, schön mit dem Nachthimmel. Ah, oh, wieder ein schöner Ausgang. Deine erste Achterbahn. Prima. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Station nicht blockieren. Und ihr dürft wieder gehen.
Wo wollt ihr denn jetzt einsteigen? Das ist doch gar keine Bahn. Das passiert immer bei dem Spiel, wenn du sagst, Station nicht blockieren. Ich habe das noch nie gesehen, ich habe es nie beobachtet, wie dort was Leute machen. Ja, weil du es nie geklickt hast wahrscheinlich. Doch, doch, aber ich habe es immer gemacht, wenn die Bahnen halt zu waren vorher. Ich lass mich nicht lügen, aber ich glaube, die steigen ein, steigen aus und gehen raus. Okay. Wir werden es glauben. Ja, ich bin mir aber nicht sicher. Irgendwas. Fährt die mit weiter. Der Option hast du nicht gerechnet, ne? Nee, ich spule da mal vor, weil das will ich jetzt hier nochmal. Ich weiß nicht mehr so ganz. Okay. So, zwei, ich steige aus. Ja, ein bisschen Getümmel. So, geht zu. Steige ein. Ah, ne, okay. Dann und fahren los. Und fahren los. Okay, dann lag ich doch falsch. Aber die ploppen halt durch auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Nee, stopp. Das sah auf jeden Fall nicht ganz richtig aus, das stimmt schon. So rum. Ich bin noch im Planet Coaster 2 Modus. Da geht's alles anders. Da geht's nur in eine Richtung. Mm, stimmt. Zumindest aktuell, ne? Vielleicht wird's ja auch geändert. Ah, das kommt bestimmt noch. Ja, guck mal, jetzt fahren wir jetzt als letztes die erste Bahn. Die das erste ist doch Bahn. Auch mal was. Das ist auch mal was, ja. Hände weg. Ich seh nix. Hände weg. Das ist voll schön, ne? Dass du hier durch den ganzen Bereich fährst. Mm. Das ist echt cool. Ich mag das immer, wenn so ja, Kinderachterbahnen so stark thematisiert sind. Das passiert ja irgendwie nicht so oft. Das stimmt, ja. Oh, da fährt man auch gerne noch eine zweite Runde mit. Mhm. Die ist fast genauso lange wie mein Kiddie Coaster bei Planet Coaster 2, aber da habe ich zwei Wagen drin. Ja, da kannst du auch keine zwei Runden fahren. Nö. Gut, kann ich schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, in diesem Park gefallen mir diese ganzen kleinen Seen und Teiche echt gut. Ja, die sind echt gut gemacht. Und die hatte ja auch custom Stützen gemacht, ne? Mhm. War eigentlich neben diesen Affen, die da die Trommel gespielt haben, war noch ein Schild an der Wand, aber irgendwas Weißes. Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ah, ja, okay. Das war nur ein Stein. Aber der hat hier komplett custom gemacht, ne? Oh, speichern. Oh, dass ich das nochmal erleben darf. Alles custom. Custom Stützen. Echt schön, der Bereich. Klasse. Schön. Jetzt haben wir aber alles gesehen, ja. Jetzt haben wir aber alles gesehen, genau. Gehen wir nochmal durch. Kurz, grob. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da haben wir die Achterbahn. Little Manhattan haben wir gesehen. Die 1, Stadt 2, 3, fehlt ja 4. auch noch. Fünf Themengebiete. Ja, krass, ne? Der sieht von oben gar nicht so groß aus, der Park. Aber du siehst halt den Horizon-Part nicht und das Manhattan siehst du halt nicht. Genau. Genau. Und die Beleuchtung ist auch überall da. Also muss man wirklich sagen, Hut ab. Er war ja auch ganz alleine an diesem Park dran, bis auf die zwei, drei Sachen, die er aus dem Workshop hat, von aller Rasten aus, Benutzername und Badge. Und ja, da gibt es doch nicht mehr viel zu sagen. Du musst auf jeden Fall hier weiterbauen, wenn du Bock hast. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn du deinen Park fertig machst. Zumindest mal die Baustellen, die noch offen sind. Horizon wird, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Aber wenn du da ein bisschen dran bleibst, denke ich, wird das gut werden. Und weil das alles andere ist ja auch sehr hübsch geworden. Ja, der Park ist echt super. Ja, und ja, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Wir bedanken uns bei dir auf jeden Fall für diese Parkbewerbung. Es tut uns nochmal sehr leid, dass dieser Park so spät jetzt kam. Aber bei vollen Terminkalendern und wir sind alle arbeitstätig, ist es halt ein bisschen schwierig, das über alles unter einem Hut zu bekommen. Und ja, in diesem Sinne
Ich denke, verziehen. Wenn du unsere Videos schaust, dann hast du aber schon auch mitbekommen, dass gerade sehr viel los war auf unserem Kanal. Ja, und es geht ja immer noch weiter. Wir versuchen ja den Rhythmus jetzt so ein bisschen beizubehalten, dass mittwochs, freitags, mittwochs und freitags Planet Coaster 2 Videos hochgeladen werden und sonntags wie gewohnt dann unsere Planet Coaster 1 Videos mit Bella Italia und Parktouren weiterhin so laufen. Ja. So ist es erstmal. Genau, zumindest der Plan. Für den Anfang jetzt, ja. Wird wahrscheinlich nicht immer funktionieren. Es muss die Zeit halt auch da sein dafür und deswegen schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ich auch. Ja, schön, schön mal wieder eine Packtour zu zweit zu machen. Und in dem Sinne, schönen Sonntag noch. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Hast du gewunken? Natürlich. Sehr gut. Du nicht? Ja, mich sehen die Leute ja. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gamingfeuer, immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Planet Coasters Magie. Drum abo